Liebe Freunde, es ist wieder an der Zeit. Ich habe gesehen, dass es hochgeladen wurde von der Virtual Gaming Library. Und alle 946 Retail 3DS-Spiele. Sie merkte spezifisch mit Retail an, weil es welche sind, die im Laden verkauft wurden und keine eShop-Spiele. Okay? Weil Fragen dafür auftreten. Und es kann natürlich auch wieder sein, dass irgendwelche obskuren, keine Ahnung, irgendein 3DS-Duden oder sowas nicht dabei mitgelistet wird, was üblicherweise immer fehlt, solche Spiele, die nicht wirklich Spiele sind. Das heißt, das könnte vorkommen. Aber ansonsten, wie immer, wird es mir eine Freude sein. Ich muss mir noch ein Textdokument aufmachen. Wir brauchen eine Liste mit Spielen, die ich vielleicht haben will. Das Ganze wird 2,5 Stunden gehen. 2 Stunden 37. Aber wisst ihr was? Ich werde mir vielleicht auch schnell was zum Trinken holen. Und wo wir von Wasser reden, eine Sache, die mir gerade einfällt. Da ist mein Game Boy Advance vergraben. Denn ich habe heute ein Glas mit Wasser versehentlich auf dem Schreibtisch umgekippt. Und es hat mein Game Boy Advance erwischt und einige andere Dinge. Aber hauptsächlich den Game Boy Advance. Und ich hoffe, dass der Reis ihn retten wird. Wo wir schon gerade vom Wasser geredet haben. Ich hoffe, er ist kaputt. Was soll das denn? Abföhnen reicht. Okay. Okay, pass auf. Pass auf. Ich weiß, Vorurteile sind eine Sache, mit der wir alle zu irgendeinem Punkt in unserem Leben kämpfen mussten und sowas, okay? Aber wirke ich wie eine Person, die einen Föhn besitzt? Ich habe diesmal den Greenscreen wieder ausgepackt, damit sich Leute nicht immer beschweren, dass ich alles verdecke. Aber ich wahrscheinlich das noch ein bisschen kleiner machen könnte. Okay, sieht gut aus. Ich könnte den japanischen Titel nicht lesen. Oh, wir sind... Oh Gott, 3D. Es werden viele Spiele, die mit 3D beginnen. Verdeckst den japanischen Teil? Ich weiß, das ist okay. Glaub mir, ist okay. Oder? Warte. Nein, warte. Was seid ihr davon? Was haltet ihr davon? Four Elements. Warte, wir sind mit 3D schon fertig. Wollt ihr mich verarschen? Seventh Dragon Code. Sieht nach einem netten kleinen JRPG aus, dass ich nicht spielen werde, aber ich mag den Gedanken, dass ich spielen würde. Pack dich auf den Touchscreen. Ich meine, man muss, wenn, dann will man ja noch ein bisschen Gameplay verdecken. Das Steuerkreuz wird verdeckt. Okay. 12 Sai scheint die Spielereihe zu sein. Ist das so ein virtuelles Dating-Ding? Oh mein Gott, ist das von den Leuten, die 51 Worldwide Games auf der Switch gemacht haben? Glaubt ihr, es hängt zusammen oder ist es nur Zufall, dass es 50 sind? Ha, ich frage mich, ob die zusammenhängen. Shoujo-Zeug vom Artstyle her. Was bedeutet das? Oh, das sieht so spaßig aus. So spannend. Mein Gott. Ich wollte gerade sagen, Japaner lieben ihre Zugspiele, aber solche langweiligen Simulatoren und sowas ist eine Sache, die in Deutschland höchst populär ist. Vor allem solche Managerspiele. Ace Combat. Das sieht ganz nett aus für ein 3D-Spiel. Vor allem war es ein frühes 3D-Spiel. Wie lange geht das Video? 2 Stunden 37 Minuten. Was? Es kam ein zweiter Ace Combat-Teil? Okay. Das soll echt gut sein. Oh, Shoujo-Zeug ist für kleine Mädchen, okay. Du meinst, das Zugspiel soll echt gut sein? Oh. Okay. Adventure Type. Explore the dungeon because I don't know. Oh ja, das war 2013 Humor. Irgendein Adventure Time Spiel war eins der letzten Spiele, das auf dem 3DS rauskam. Eins der letzten drei. Ich wollte gerade sagen, das war nicht. Das war 2012. War es das von 2015? Ich hab zu der Zeit... Nein, warte. Nach 2015 kamen noch 3D-Spiele raus.
Warte, wie viel Adventure Time kam auf dem 3DS? Das sieht grauenhaft aus. Das sieht absolut grauenhaft aus. Aber hey, wie steht ihr zu Abenteuer von Tim und Struppi, das Spiel, zum Film? Ich vermute, es basiert auf dem Film. Absolute Hits. MPK 1990, 13 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Oh Mann, man übt singen. Indem man Noten fängt. Fand die Adventure Time Spiele sahen nicht schlecht aus, außer das letzte. Ja, die davor sahen besser aus auf jeden Fall. Das letzte sah grauenhaft aus. Oh, wir haben auf jeden Fall viele Japan-exklusive Spiele mit bunten Anime-Mädchen. Hauptsächlich sehr viel Rhythmuszeug. Was ist das? Ist das Tomodachi Life? Ein anderes Spiel im Stil? Ich bin so verwirrt. Was ist das? Alien Chaos 3D. Das wurde im Laden verkauft? Wirklich? Idle Machi Life. Und von der Benji, frischer Sub. Vielen lieben Dank. The Alliance Alive. Ich muss sagen, bisher ist der 3DS eine gewaltige Anime-Maschine. Wir hätten vielleicht 4 Spiele, die nicht irgendeinen Anime-Look haben. Der Amazing Spider-Man. Sieht auch nicht schlecht aus für ein 3DS-Spiel. Oh, was ist passiert? Was ist passiert in den 2 Jahren? Warum ist das jetzt... Schau euch an, wie leer das Level war. Da war einfach nichts. Mensa Academy. Das klingt so spaßig. Warum sah der erste Teil so viel besser aus? Und warum werden immer noch diese dummen Angelspiele lokalisiert? Kaufen die Leute in Europa wirklich? Angry Birds auf dem 3DS, natürlich. Angry Birds Star Wars ist aus irgendwelchen Gründen auch eine Sache. Die Angry Birds Trilogy. Oh, wisst ihr was? Das scheint eigentlich ziemlich gut auf dem 3DS zu sein. Oben hast du eine Übersicht und unten kannst du genauer zielen. Ich glaube, das ist ein gutes Spiel für ein 3DS. Ja, und das war der neue Animal Crossing Teil, der auf dem 3DS kam, der letzte. Animal Crossing Happy Home Designer. Ein Spiel ohne das Spiel, wo du einfach nur Häuser einrichtest. Ich habe gehört, New Leaf mochten auch ein paar Leute. Oh ja, und dann kam Welcome Amiibo. Das war so ein großes Update dafür. Davon bekam ich damals auch einen Key von Nintendo. Und seitdem habe ich das Spiel. Animal Hospital. So hat mein Herz auch geschlagen, als vorhin bei Kokospromenade die Musik in die 3. Runde ging. Oh, es ist dieses komische Dingens wieder. Ich mag diesen Typen nicht. Der ist irgendwie super populär in Japan. Den sieht man so oft in diesen Videos zu allen Spielen. Vor allem war es ein Gratis-Update aus dem Nichts. Yeah. Oh. Was zum Fick ist das? Das ist ja auch, das ist auch wieder irgendein Anime, aber warum ist das ein Third-Person-Shooter? Oh mein Gott, es ist einfach nur... Ich weiß nicht, direkt Third-Person-Shooter, aber... Man schießt auf den gelben Typen auf jeden Fall. Arcade Classic 3D. Oh mein Gott, das sieht so spaßig aus. Der ist halt ein Smartphone mit 2 Bildschirmen und Angry Birds wurde ja dafür entwickelt. Kann nur besser werden. Ich würde nicht sagen, dass der DS ein Smartphone mit 2 Bildschirmen ist. Ich habe das Gefühl, dafür fehlt sehr viel anderes. New Art Academy. Es gibt New Art Academy Pokémon, was irgendwie, glaube ich, auch teuer wurde aus irgendwelchen Gründen. Das bekam man vor ein paar Jahren noch hinterhergeworfen für 3 Euro oder so. Aber inzwischen wurde es ja relativ teuer. Ein Gameboy mit 2 Bildschirmen. Fein ist es. Asphalt 3D. Ich glaube, das müsste so ein Launch-Spiel vom 3DS gewesen sein. Ugh.
sieht aus wie ein Mobile-Spiel. Also das Asphalt 3D, das Asterix und Obelix sieht aber auch nicht gut aus. Ich muss sagen, bisher bin ich vom 3DS nicht begeistert. Bisher bin ich wirklich nicht begeistert davon. Oh, yes. Das ist Mutant Mats. Davon habe ich gern die Demo gespielt auf dem L3DS. Das war Mutant Mats, oder? Das war gleich eine Collection. Asada. Die guten Spiele kommen noch. Da kommen noch gute Spiele. Ja, Mutant Mats ist so ein Spiel, das bekam man auch über die Jahre. Wenn man irgendwo irgendwelche Bundles oder sowas gekauft hat, hat man früher oder später Mutant Mats bekommen. Barbie and her sisters, Puppy Rescue. Barbie hat Schwestern, warum haben die alle dunklere Haare als sie? Haben sie etwa einen anderen Vater oder eine andere Mutter, Barbie? Groom and Glam Pups. Ich weiß nicht, Barbie. Warum bringen sie eigentlich immer noch Barbie-Spiele? Wie kann das immer noch eine Sache sein? Warte, es gab einen Port von Batman Arkham Origins oder ein Spin-Off oder so davon? Was? Was? Sie haben irgendeinen komischen Port von Batman Arkham Origins auf den 3DS gebracht? Wusste das jemand? Auf die Liste, David? Ich pack's auf die Liste, das klingt so seltsam. Ich habe Arkham Origins nicht gespielt. Aber das ist so ein komisches Konzept. Ich hatte keine Ahnung. Das Batman habe ich daheim, macht keinen Spaß. Aber es sah auch nicht spaßig aus. Aber ich glaube, das gleiche gilt auch für das reguläre Arkham Origins. War Arkham Origins der Teil, der von Steam genommen wurde, weil es so buggy war? Das war Origins, oder? Ben 10 Galactic Racing, da ist es schon wieder. Oh, Arkham Knight war der, der so kaputt ist, okay. Arkham Origins war dann der, der davor von dem anderen Studio, glaube ich, gemacht wurde. Damals habe ich noch so getan, als ob mich die Spiele interessieren würden, weil ich Arkham Asylum sehr mochte. Ich glaube, ich sollte Arkham City mal durchspielen. Arkham Asylum war ein wirklich gutes Spiel, aber ich mochte die Open World von City nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel sehr viel besser so als eine Art Metroidvania funktioniert hat. Arkham Asylum war super spaßig. Ich spiele gerade Spider-Man, ich habe echt keinen Spaß dran. Hast du Arkham Asylum gespielt, Lost? Das war gut. Wo ist der Ben Drowned Racer? Mein Freund! Mein Freund! In Majora's Mask! Gibt es 3 Rennmissionen. Als Corona, als Zora und dann glaube ich noch auf Pferd. Da bin ich mir unsicher, ob man nicht vor den Verbrechern wegläuft. Beyblade Burst! Jetzt lassen wir es richtig rippen. Beyblade-Spiele sehen immer so scheiße aus. Und zwar allesamt. Ich denke aber, das Corona-Rennen aus Majora's Mask, das war super spaßig. Ich wünschte, sie hätten davon mehr gemacht. Beyblade Evolution. Sieht halt immer noch nicht gut aus. Beyblade-Videospiele, es gibt so viele, aber keinen. Oh, Bibi und Tina. Wenn Johnny das sehen würde, er würde ausrasten. Er würde sagen, oh mein Gott, es wurde für mich gemacht. Ich meine, okay. Yippie! Immerhin ist es nicht wie der Wii-Teil, wo man den fucking riesigen Hexenbesen-Controller-Aufsatz hat. Big Hero 6. Wo sind Big Hero 1 bis 5? Ist das mal nach Zahlen oder so ähnlich? Es ist wirklich sehr viel, Es ist sehr viel Japan-exklusiv.
Resident Evil Revelations. Das Spiel fand ich super spaßig auf dem 3DS. Aber auf Steam fand ich es dann super scheiße. Ich habe das Gefühl, es war super cool als Resident Evil für ein Handheld aus der Zeit. Sah super gut aus. Es war einfach Resident Evil 4 für unterwegs quasi. Aber dann auf Steam denkt man sich, ja, ich könnte aber auch einfach ein besseres Spiel spielen. Auf PC wirkt es sehr low budget, yeah. Oh ja, und sie haben auch ein paar Fighter auf dem 3DS. Warum haben sie Fighter auf dem 3DS gebracht? Sie haben auch Dragon Ball Butoden zurückgebracht für 3DS. Das ist so komisch. Warte, was? Resident Evil Revelations unterstützt den zweiten Stick? Bekam das ein Update dafür? Kamen 3D-Spiele Updates? Ha. Weil das war ja noch relativ früh, ist der 3D-Spiel, da gab es ja noch kein New 3DS. Shit, das sollte ich mir noch holen, bevor die Server down sind. Stick vom 3DS ist unironisch gut für Fighter. Huh. Aus dem Flughafen. Mögt ihr Flughafenspiele? Dann habe ich nämlich gute Neuigkeiten für euch. Das ist eine Menge Flughafen. Wird Ocarina of Time 3D wieder den zweiten Stick benutzen? Yeah. Man würde meinen, dass es nicht so schwer wäre, das zu implementieren, weil Majora's Mask das auch kann, aber sie haben es nie gemacht. Okay. Okay, komm schon. Wie viele braucht ihr noch? Der 3DS hat den zweiten Stick, den kann man dazu kaufen. Ah ja, stimmt, das ist eine Sache. Oh, war der damit gemeint vorhin? Ich erinnere mich an den, der lag, glaube ich, auch Kid Icarus Uprising bei. Oh mein fucking Gott, wie viele? Wie viele von diesen Spielen kann ein Land brauchen? Dankeschön. Oh mein Gott, das waren so viele. Der 3DS ist die Japan-lastigste Plattform, die wir bisher hatten, kann das sein? Wir haben eine Mischung aus irgendwelchen Japan-exklusiven Spielen und absoluter Low-Budget-Scheiße wie Boulder Dash. Was einfach nur aussieht, als wäre es irgendein Flash-Game. CircuitPad Pro konnte man zum normalen 3DS dazu kaufen, wurde im New 3DS integriert als kleiner Nupsi plus extra Schultertasten. Ey, ich weiß, ich hatte nur dieses Teil, diesen Aufsatz vergessen. Und hey, das ist Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Aus der Hölle. Brain Training 3D. Ich fühle mich sehr trainiert. Brad's Fashion Boutique. Bravely Default. Ich habe den zweiten Teil davon ein bisschen gespielt. Laut. Mögen Leute Bravely Default heutzutage? Ich habe keine Ahnung. Die kam auf die Switch, oder? Brunswick Pro Bowling. Bravely Default ist mega, Bravely Default 1 ist in Ordnung. Puzzle Bobble Universe. Jetzt wird gebacken, meine Freunde. Dr. Kawashimas Teil auf der Switch kam nicht in den USA raus, weil es eine Verbrauchertäuschung darstellt, welche suggeriert, dass man sein Hirn trainieren kann. Das habe ich auch gehört, aber ich weiß nicht, ob... Ich habe das Gefühl, das stimmt nicht wirklich, weil sie einfach den Namen ändern könnten ohne Probleme. Ah, was zum Fick, sie haben Captain Toad auf dem 3DS? Ich vergesse immer diese späten 3DS-Spiele. Fucking Captain Toad.
scheinbar Level basierend auf Mario Odyssey. Das ist so komisch. Ja, ich glaube nicht, dass es wirklich eine Sache ist. Mit Brain Age. Das Gefühl, es wirkt wie ein Gerücht. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du den Namen so nicht verwenden darfst, aber... Warum würden sie nicht einfach ändern? Deutschland heißt das Spiel auch anders. Bei uns heißt es auch Gehirnjogging. Carnival Games, Wild West 3D. Die Fingerpistole... Oh, mit dem Saugnapf auf die Nase. Ist das etwa Lightning McQueen? Zu dieser Jahreszeit und obendrein in diesem Stream? Cartoon Network Battle Crashers. Sieht auch echt nicht gut aus. Cartoon Network Punch Time. Das sieht noch ein bisschen schlimmer aus. Außer im Dragonfire. Frischer Sub. Vielen lieben Dank. Lords of Shadows, Mirrors of Fate. Keiner der guten Castlevania-Teile. Mensch, glaubt ihr, die haben mal Nintendo... Oh mein Gott, das ist so dreist. Sogar die Silhouetten auf dem Touchscreen. Das ist einfach nur 1:1 ein Nintendox-Klon. Wollt mich verarschen. Cave Story 3D? Oh, das sieht grauenhaft aus. Was macht ihr da? Die haben 3D-Remake von Cave Story gemacht? Warum sieht das so schlecht aus? Und Centipede. Danke, Atari. Für dieses Reboot. Ich hasse Lords of Shadows 1. Das war eines der schlechtesten Spiele, welches ich jemals gespielt habe. Meinst du das Große? Würdest du sagen, dass Hideo Kojima sich umbenennen sollte in einen Namen, der reinscheißt? Oh, jetzt ist es Zeit für ein Chevrolet-Spiel, das aus irgendwelchen Gründen nur in Europa rauskam. Chibi. Devi. Okay. Das sind sehr viele Teufelsbabys. Hey, da ist das Spiel, das immer im Klo landet. Ist ein gutes Spiel, habe ich gehört. Das sieht an sich fast charmant aus, aber... Oh, ist auch die Schokoladenfabrik. Da steht irgendwas mit Schokolade. Ist das Ninja Dodgeball? Beziehungsweise Ninja Völkerball? Ich will Ninja Völkerball spielen. Oh nein, Baseball. Sie hat das Dingens gesagt, habt ihr es gehört? Oh, Tamagotchi. Erinnere ich an Tamagotchi? Das ist Tamagotchi heutzutage. Classic Games Overload. Das ist eine Überdosis an klassischen Spielen, die wir hier vor uns sehen. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ich sehe hier keine Fleischbällchen. Ich sehe nur einen fucking Fruit Ninja Klon. Kokoto ist immer noch eine Sache. Dieser Kokoto. Ich habe das Gefühl, dass Kokoto-Spiele immer mehr low-budget wurden, je mehr Zeit vergangen ist. Codename Steam. Ich mochte... Shit, das war doch von... Oh Gott, wie hieß das nochmal? Der Roboter mit Rusty, das war doch von denen, oder? Court of Princess. Combat of Giants, Dinosaurs 3D. Oh, das ist Hardcore. SteamWorld Dick. Codename Steam war von SteamWorld Dick, oder? War es die Strategie Spin-Off-Dingens? Codename Steam war von Intelligence System? Oh.
Cooking Mama. Nach wie vor unaufhaltsam. Jetzt wird der Fleischwolf gedreht. Ich mag 3D Cooking Mama nicht. Das Gefühl, sie hat in 2D besser funktioniert. Im Falle von Cooking Mama würde ich auf jeden Fall sagen, dass 2D 3D überlegen ist. Corps Party. Warum ist das ein RPG-Maker-Spiel? Das ist ein RPG-Maker-Spiel. Crash City Mayhem. Also ich muss sagen, wir haben bisher noch nicht ein Spiel aufgeschrieben, das tatsächlich gut aussah. Das ist die Polizei! Aus dem Hades 4132, 11 Monate Tier 3. Resub, vielen lieben Dank. Oh hey, Shin-Chan. Es kam letztens auch... Oh, das sieht gut aus. Es kam letztens auch irgendein neues Shin-Chan-Spiel raus. Ich hoffe, er macht da den Po-Boogie-Woogie, denn der macht mich froh-Boogie-Woogie. Chaos Party war ein sehr frühes RPG-Maker-Spiel, gab einige Ports und Remakes. Verstehe. Crazy Construction. Oh mein Gott, das ist so crazy! Wie kann man nur so ein verrücktes Gebäude errichten? Adio, 28 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Kreuzworträtsel. Oven. Crush 3D. Was sind das denn alles für Spiele? Der 3DS hat echt komische Spiele. Aber hey, hier ist ein Würfel, der durch Minecraft hüpft. Und da ist der Cube... Oh, Cubic Ninja. Das Spiel war doch für eine Zeit lang ein Exploit für Homebrew auf dem 3DS. Und deswegen wollten es Leute für eine Zeit lang haben. Es wurde dann aus dem eShop genommen, deswegen. Ein sehr antiker Exploit. Ich habe nie geschaut wegen 3DS Homebrew, aber ich habe davon gehört. Cut the Rope kam scheinbar auch auf den 3DS. Wie lang dauert das Video? 2,5 Stunden. Bisher sind wir eine halbe Stunde dabei. Das heißt, wir haben noch 2 Stunden vor uns. Und wir haben bisher noch nicht wirklich... Ist das Ninja Phoenix Wright? Was ist das? Sieht sehr aus wie Phoenix Wright. Was ist das? Sogar von Capcom. Das ist Phoenix Wright. Was ist das? War das Ace Attorney? Das ist ein Phoenix Wright Spin-Off? Okay. Das ist quasi ein Nachfolger? Verstehe. Deswegen sah es so ähnlich aus. Können wir kurz darüber reden? Das ist das Gegenstück dazu, wenn wir in Deutschland ein Spiel bringen würden, wo wir heldenhaft als die Nazis unterwegs sind. Aber exklusiv in Deutschland. Okay, warum nicht? Das ist der Vorteil daran, wenn man die Vergangenheit nie richtig aufarbeitet. Dann kann man sowas machen und es juckt nicht zu sehr. Ich würde es spielen. Ich denke nicht, dass es ein gutes Spiel ist. Ich denke, es ist auch nicht zu kritisch außerhalb von Japan an sich. Nur wenn es dann nur in Japan rauskommt, man wundert sich doch ein bisschen.
Oh, Dead or Alive, der. Was? War das der Teil, von dem ich. War das der Teil, von dem es die Demo gab? Die Demo habe ich nämlich auch oft gespielt. Dead or Alive hat auf jeden Fall gut funktioniert auf dem 3DS. Ja, war der Teil? Okay. Das war spaßig. Er hat den schwierigsten Bosskampf aller Zeiten. Aller Zeiten? Das sind große Worte. Ich sollte mir wahrscheinlich irgendwann auch mal Detektiv Pikachu holen. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was man in diesem Spiel überhaupt macht. Ich habe auch noch nie jemand drüber reden gehört oder so über dieses Spiel. Es kam raus und niemand hat es gekauft. Hat jemand von euch Detektiv Pikachu gespielt? Ich meine, irgendjemand wird es gespielt haben, aber... Oh, Digimon World Redigitize. Warte, ein Charakter auf dem Cover. Kommt die nicht auch in Next Order vor? Ich hab's nicht gespielt. Ja, aber ich habe alles vergessen. Hab's gekauft und eine Stunde gespielt. Oh, oder ein Cyber Sleuth, das kann auch sein. Wusste bis jetzt nicht mal, dass es Spiel zu Detektiv Pikachu gibt. Pass mal auf. Die Reihenfolge ist die, dass es den Film zu dem Spiel gibt. Detektiv Pikachu kam ein, zwei Jahre vor dem Film raus. Disney Infinite, Infinity Toybox Challenge. Die größte Challenge scheint es zu sein, in diesem Spiel Spaß zu haben. Ha! Steht her. Da ist der alte Pluto. Ich will mir Detektiv Pikachu auf jeden Fall mal anschauen, das Spiel. Sie haben fucking Disney Princess, die porten das. Sie haben das 2012 doch geportet. Ist das nicht ein Spiel von 2003 oder so? Vielleicht ist es aber auch ein anderer Teil. Dr. Lautrec and the Forgotten Knights. Lautrec? Dem vertraue ich nicht. Hey, schon wieder ein Nintendox-Klon. Habe ich Doom Eternal sowie die neueren Wolfenstein-Teile angetestet? Ich könnte es vielleicht on Stream machen. Ich denke nicht, dass ich es im Stream machen werde. Ich habe mir Doom Eternal gekauft, weil letztens so ein Doom-Sale war. Hat auch eine Framerate von 2003. Das kann an der Aufnahme liegen und sowas. Ich wollte gerade sagen, das sollte ich mir vielleicht auch mal holen, aber... Will ich das auf dem 3DS spielen? Oh mein Gott, sie haben 2013 Doodle Jump auf den 3DS gebracht. Wollte mich verarschen. 2013 bringt ihr einen Doodle Jump Port? Ich schreibe Donkey Kong Country Returns auf. Ich mag nämlich die Wii-Version nicht. Ich denke, auf dem, 3DS, auf dem New 3DS XL sollte es ganz angenehm zu spielen sein. Und ja, jetzt kommt eine Menge Doraemon. Die neuen Wolfenstein-Teile, die kann ich streamen. Ich glaube, der neueste Teil hat sogar Hakenkreuze. Aber das ist inzwischen erlaubt bei dem Spiel. Ich glaube, die Symbolik müsste in dem zweiten neuen Wolfenstein-Teil sogar wirklich drin sein. Kann man so unzensierte Wolfenstein auf Twitch streamen? Ich meine, kommt drauf an, ob es, wenn es in deinem Land, in dem du lebst, erhältlich ist, dann ja. Wenn nicht, dann solltest du es nicht machen. Das sieht fast spaßig aus, muss ich sagen. Sind denn allen wieder drin, aber muss das Spiel nochmal kaufen. Ja, yeah, aber wenn du es so kaufen kannst, dann kannst du auch so streamen. Ist immer die Sache. Nur wenn du es dann aus dem anderen Land kaufen willst und sowas, dann logischerweise nicht. Wir haben noch ein bisschen Doraemon vor uns, kann es sein. Oh nein, diesmal ist es Dora Kazu.
Die hier ist Dora Moji. Filme und Serien haben auch die Symbole, wie zum Beispiel Man in the High Castle. Es gibt eine Menge Filme mit diesen Symbolen und Serien. Aber ja, es ist eine Diskussion, die vor 3-4 Jahren geklärt wurde. Es ist inzwischen erlaubt. Es ist nur im Nachhinein bei den Spielen, wo es damals nicht erlaubt war, darf es nur trotzdem nicht. Warte, gibt's Wolfenstein 2009 jetzt zu kaufen? Oh mein Gott. Ich weiß übrigens nicht, was diese Spiele sind. Was ist das für ein Spiel? Oh, das mit Karten, das mit den Karten. Oh nein. Nein, das gibt's immer noch nicht. Komm schon! Wolfenstein 2009 kam in Deutschland raus. Dragon Ball Extreme Fusion Pack. Und das ist Dragon Ball Fusions. Davon hat vorhin noch jemand geredet. Dragon Ball Fusions war leider nie so spaßig, wie es hätte sein können. Es kam uns in Deutschland raus. Sie haben dann nur bei einem Poster Dragon Ball... Oh Gott, es gibt so viel Dragon Ball Heroes, oder? Sie haben dann nur bei einem einzigen Poster ein Symbol vergessen. Und dann wurde das Spiel vom Markt genommen und alles. Und scheinbar wurde es auch nicht re-released, obwohl inzwischen Wolfenstein-Teile mit den Symbolen erlaubt sind. Irgendwann wird es bestimmt wiederkommen. Dragon Ball Heroes auf der Switch war cool für 2 Stunden. Spiele sehen cool aus, aber ich glaube nicht, dass sie Spaß machen. Hey, da ist Dragon Ball Extreme Butoden, wovon ich geredet habe. Was super interessant war, dass sie die Butoden-Reihe zurückgeholt haben. Aber warum auf dem 3DS? Hat sich übrigens auch ganz gut gespielt, gab es auch eine Demo davon. Also, sie haben Dragon Quest Monsters auf den 3DS gebracht? Es gibt einen Monster Joker 3? Ha! Oh! Ist ja gut! Ich hab's verstanden, ihr habt doch eine Menge Monster Joker auf den 3DS gebracht. Hör jetzt auf! Okay, jetzt. Ja, okay, Das ist einfach nur noch beleidigend an dem Punkt. Ich habe gehört, die 3DS Dragon Quest Teile sind allesamt relativ beliebt bei den Leuten. Okay, das ist einfach nur der PS2 Teil. Dragon Quest Monster Joker 1 war stark auf dem DS. Ist leider nicht so gut, aber es war ganz nett. Ich habe die beiden Monster-Joker-Teile. Dream Girl Premiere. Das ist mein Traumgirl. Yeah, mach Fotos. Yeah. Dream Trigger. Ah ja, okay. Ich verstehe schon. Außerdem von Dark Nude Soup. Frischer Sub, wie lieben Dank. Ah ja, und sie haben Driver. Stimmt, es gab noch diesen Driver-Teil. Renegade. Dual Pen Sports. Cool, cool. Kommt Dream Trigger auf die Liste? Nicht wirklich. Ich denke, es ist spaßiger, als es verwirrend aussah, aber ich will es auch nicht wirklich haben. Oh, okay. Max-Spiel. Verstehe. Warte, gab es nicht auch irgend so ein Max-Spiel, das immer... Sieht fast aus wie Wario. Gab es nicht auch so ein Max-Spiel, das immer für die Wii U angekündigt wurde und sowas? Kam das jemals raus? So am Ende des Wii U-Lebenszyklus? Oder bin ich mir jetzt gerade ein? Oh, dieses Spiel würde ich... Das würde ich nicht auf dem 3DS spielen wollen. Starfish. Glaubt ihr, die haben mal Persona gespielt? Epic Mickey. Mickey ist so episch. Ich mag es, dass es der 2D ist. Sieht eigentlich ganz nett aus. Esse. Ich esse. Du isst. Wir essen.
Ganz recht. Oh ja. Was ist Atrian? Das ist wieder ein weiteres Mystery Dungeon Spin-off. Was ist Atrian? Ist das ein Anime oder so? Sie haben eine Menge Atrian auf dem 3DS. Langweilig ist das. Dungeon Crawler Serie von Atlas halt. Oh, okay. 2019. Okay, wie viele Atrian könnt ihr brauchen? Verzeihung? Sind es jetzt 5? 6? Also, ich sag's mal so, wenn sie so viele auf einer Plattform gebracht haben, habe ich nichts dafür, dass sie zu gut sein können. Oh, Ever Oasis, das ist, glaube ich, super cool. Ich glaube, Ever Oasis mochten die Leute. Sieht auf jeden Fall spaßig aus, kommt auf die Liste. Hat jemand Ever Oasis gespielt von euch? Ich mochte Ever Oasis auch. Weil den spielst du, mochtest. Den Namen kann ich nicht lesen. Ah, danke für die 4 Monate Resub. Eigentlich übersetzt wird die Namen immer, aber scheinbar nicht mehr. Face Racers Foto Finish. Naja, da macht man wohl ein Foto von sich und packt es auf die Spielfigur. Ah, Fantasy Life natürlich. Natürlich. Absolut eins der Must-Have 3DS-Spiele, wenn man Leuten glauben darf. Scheinbar bekam es ein Sequel in Japan. Fantasy Life ist auf jeden Fall sehr populär. Ich würde sagen, es ist das populärste Nicht-First-Party-Nintendo 3DS-Spiel. Fantasy Life ist so das, worauf irgendwie jeder schwört. Nie von gehört. Du hast nie von Fantasy Life gehört? Wirklich? Teil 2 war eigentlich ein DLC. Okay. Also wohl nicht zu wild, den verpasst zu haben. Vielleicht mal am Rande. Ja. Fast and Furious Showdown. So furios ist er gar nicht. Erst recht, wenn er mich beeindrucken will mit seinen 100 Meilen pro Stunde. So schnell bin ich selber auf der Autobahn gefahren. Was soll denn das? Fucking FIFA 14. FIFA 15 kam auch auf dem 3DS. Was ist das für eine Perspektive hier gerade? Die würde ich nicht einstellen. Spielt doch nicht so, stell's doch richtig ein! So sieht es also aus, wenn jemand aus den USA versucht, ein FIFA-Spiel zu capturen. Final Fantasy Explorers. Wisst ihr was? Ich schreibe es auf die Liste. Das wollte ich ja auch irgendwie immer haben. Ich glaube, Leute mochten es nicht so sehr, aber es sah irgendwie immer spaßig aus. 160 km/h, ließ ja ein Fahrlehrer das wirklich fahren? Ich glaube, ich war bei 150 auf jeden Fall mal. Ah, ich fahre ja Emblem-Teile. Also, ich meine, wenn du jemanden überholst und 130 fährst, musst du halt, wenn du überholst, ein bisschen beschleunigen. Sache, die ich selber eher nicht machen würde, aber ich musste halt überholen lernen. Doch lenken mit hohen Geschwindigkeiten. Auf Freebuy arbeiten extra heute Leute und schreiben mit, was du auf die Liste packst. Das ist okay. Ich habe keine Ahnung, wann ich und wie viele Spiele ich davon kaufen werde. Oh ja, wir haben noch eine Menge Fire Emblem auf dem 3DS. Ich habe keins davon gespielt. Und ich habe auch keine Ahnung, was welcher Teil davon ist. Ich weiß, dass Leute manche davon mögen. Sie haben vor dem Hyrule Warriors Debakel auf dem 3DS nicht gelernt.
Sie haben nach Hyrule Warriors noch einen weiteren Teil auf den 3DS gebracht. Wollt ihr mich verarschen? Hyrule Warriors war effektiv unspielbar auf dem 3DS. Ich glaube, es war besser auf New 3DS, aber keine Ahnung. Hast du schon einen Führerschein? Nein. Ich mache noch Fahrstunden. Ich bin aber bei der Zielgerade, würde ich sagen. Final Fantasy Explorers war... Das schreibe ich auf. Flap Flap ist einfach ein fucking Angry Bird. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht auch wild aus, aber hauptsächlich scheiße. Das sieht auch fast interessant aus. Wie kann die Frogger-Reihe immer noch weitergehen? Wie ist das möglich? Wer kauft diese Spiele? Wer kauft sowas noch? Also auch 2011, was auch 11 Jahre her ist. Aber wer hat die Scheiße noch gekauft? Sie haben noch so viele Frogger-Spiele rausgebracht. Gott. Funfair Party Games. Das macht Spaß und ist fair. Mann, so viele Animationen. ...50-Jährige, die damals den Arcade-Teil totgesuchtet haben. Mann, ich liebe dieses Arcade, dieses primitive Arcade-Spiel aus den 80ern. Wenn ich es nur auf meinem 3DS spielen könnte. Das ist irgendein... Das ist Future Card Buddy Fight. Habt ihr schon mal euren Buddy gefightet? G1 Grand Prix. Oh ja, Pferdewetten sind in Japan auch groß. Warum musst du erwähnen, dass 2011 11 Jahre her ist? Das, ich kann das nicht, Mögi. Gabriel's Ghostly Groove. Das ist ein Tanzmove. Ich sag's mal so. 2011 ist lange her. 2011 habe ich noch nicht mal YouTube-Videos gemacht. Es kommt mir vor, als wäre es länger als 11 Jahre her. War ich 18? Das ist sehr lange her. Das Game Center. Das ist... Das sieht nicht so gut aus. Game Festival 2. Da waren auf jeden Fall noch ein paar Trittbrettfahrer von der Wii übrig. Gardening Mama. Und sie haben auch einen Spin-off von Cooking Mama gemacht. Im Garten. Es sind auf jeden Fall aufregende Spiele soweit. Ach, Klassiker. Ich meine, Garfield Kart ist okay, ist ein unterschiedlicher Kart Racer. Warte, das ist doch ein Mobile Game. Was meinst du, das, wo man die Dinge sucht oder Garfield Kart? Wahrscheinlich ist bei beiden die Antwort ja. Generator Rex! Schau ich die Handschuhe an. Dieser Generator Rex. Girls RPG. Cinderella Life. Girls Fashion Shoot. Davon gibt es auch unerwartet viele. Gardenscapes hat lange wieder Werbung auf YouTube gemacht. Oh, okay. Gone. Das ist tatsächlich ein...
Das war, von Gorn gibt es so ein SNES-Spiel. Ich bin sehr verwirrt, warum sie aus irgendwelchen Gründen davon, warum er zurückkam auf dem 3DS. Warte, war Gorn nicht auch ein Kämpfer in Tekken oder sowas? Er ist generell ein komischer Charakter. Ja, genau, in Tekken 3. Ich wollte gerade sagen, gab es doch auch in Tekken oder so. Er hatte ursprünglich so ein SNES-Spiel. Das ist seltsam. Das Gravity Falls-Spiel sieht wirklich gut aus. Ich meine, ich will es nicht spielen, aber es sieht gut aus. Da ist die grüne Laterne. Wilder Fighter. Oh, und da ist das depressive Ei. Man schlägt Eier auf in diesem Spiel. Und es gibt mehrere als eins. Macht man da Minispiele, die mit Eiern zu tun haben? Ja. Ah ja. Das Cover sieht aus, als wäre es einfach nur Nier. Gummy Bears. Das sieht so schlecht aus. Oh mein Gott. Gundam, the 3D Battle. Ah, jetzt kommen Millionen Gundam-Spiele, oder? Es kommen immer Millionen Gundam-Spiele. Yep. Diesmal ist es ein Karten-Gundam-Spiel. Oh. Guru Guru Tomogachi. Tamagotchi. Scheinbar bekommen wir doch nicht so viel Gundam. Und, das ist, Ace Attorney auf Japanisch. Wie mir scheint. Gundam ist ein tolles Franchise. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie viel zu viele Spiele machen. Oh. Ich würde den Typen nicht zu sehr ans Bein pissen. Der hat ein vollautomatisches Gewehr bei sich. Die in Japan bekamen eine Menge Phoenix Wright auf dem 3DS. Und das ist Volleyball. Anime-Volleyball. Oh, shit. Mach einen Spezialaufschmetterschlag. Das kam bei uns digital raus unter dem Namen Boxboy. Das ist doch Boxboy, oder? Sollte Boxboy sein. Das ist in der Tat eine fucking Japan-Konsole. Ja, aber auch die japanischen Spiele sehen üblicherweise auch nicht so gut aus. Ich dachte kurz, es wäre Hamtaro vom Titel her und ich habe mich gefreut. Dabei ist es nur Hamatora. Das sieht auch wild aus. Ich meine, ich schätze, damals hatte nicht unbedingt jeder ein Smartphone. Ich hoffe, deine Liste ist schon richtig voll. Ich habe einiges auf der Liste stehen, tatsächlich. Happy Feet? Das sieht auch nicht zu gut aus. Oh. War das schon einer der ersten Harvest Moon-Teile, wo die Reihe komplett in den Bach runtergegangen ist? Oder war es eher der Teil? Wobei der nicht zu übel aussieht erstmal. Wir sind schon bei H. Ja, es sind nur 2,5 Stunden. Skytree Village. Okay, das sieht ziemlich mies aus. Das ist einfach nur Tingle. Oh nein. Jemand hat vorhin gefragt... Warte, hat jemand gefragt, wann die Hatsune-Miku-Spiele kommen? Denn es geht los. Scheinbar kamen die auch in Europa raus. Hm. Tja. Jetzt haben wir erst ein Spiel für richtige Männer. Warum kam das in Japan raus?
Outdoor-Action. Das hast du dich selbst gefragt? Nein. Das sieht auch absolut grauenhaft aus. So viel schlechter Garfield-Card. Sagen wir es, wie es ist. Rhythm Cooking. Ja, yeah, okay. Ich glaube... Big Band Interactive! Das Spiel ist von Big Band Interactive. Big Band war mein Lieblingshersteller von Fake GameCube Controllern. Was hat das überhaupt mit Hello Kitty zu tun? Was? Ist dir bewusst, dass bei deinem Dickmirimme-Video manchmal das Mikrofon ausgesetzt hat? Sollte es eigentlich nicht? Ah, Gott. Wir werden es sehen. Kann jetzt nicht nachschauen. Heroes of Ruin. Ist der Sound broken in dem Video? Oder was ist los? Oh, hey Pikmin. Wahrscheinlich soll ich jetzt auch auf die Liste setzen irgendwann mal. Hey, Pikmin. Dachte, das wäre ein Joke. Ab und zu fällt der Ton weg. Machen wir weiter. Nicht, dass wir noch welche der guten Spiele verpassen. Und das ist High School DxD. Ich glaube, das ist auch ein populärer Manga oder so. Character Design von der einen sieht absolut trash aus. Oh Gott, wenn wir von guten Character Designs reden... das ist übel. Oh Gott, die sind... Oh nein. Hollywood Fame, Hidden Object Adventure. Danke, Big Ben Interactive. Hometown Story. Hoppe-chan. Das ist auf jeden Fall Hoppe-chan, wie mir scheint. Da ist noch mehr Hoppe-chan. Diesmal ist es... Das ist viel zu bunt. Der 3DS hat so viele von diesen übertrieben bunten und der Anime-Spielen und sowas. 3DS ist eine komische Plattform, wenn man auf alle Spiele geht. Horrid Henry. Ich muss sagen, der 3DS ist bisher, ich würde sagen, er ist übler als die Wii. Ich würde sagen, der 3DS ist übler als die Wii. Vor allem bei der Wii wusste ich, dass noch einige gute Spiele kommen. Beim 3DS weiß ich, es kommt nicht so viel. Es kommt wirklich nicht so viel Gutes. Aber es ist so viel, es sind so viele einfach nur Flash-Games. Ich würde fast weit gehen, dass der 3DS bisher am schlimmsten ist. Yeah. Ich meine, was ist das schon wieder? Das ist doch einfach nur ein Flash-Game, oder? Das wurde nicht für ein 3DS gemacht. Ist ja ein bisschen beschämend, dass neue Titel physisch erschienen sind. Ja. Yeah. Vor allem aber auch so viel Japan-exklusiv. Die guten Spiele kommen noch. Yeah. Hey, das ist Hyrule Warriors, die 3DS-Version. Wenn das auf dem normalen 3DS spielt, das Spiel wird nicht so laufen. Wahrscheinlich nicht mehr auf dem New 3DS. Das ist einfach nur der 3DS-Teil von den Nintendox mit Katzen. Schaut euch das an, das ist das nächste Spiel, welches sogar das mit den Silhouetten auf dem Touchscreen kopiert hat aus Nintendox. Oh mein fucking Gott. Jetzt auch noch mit Pferden. Big Ben Interact.
Mit einem Baby, dass man durch die... Ich gehe da mal mit meinem Baby spazieren. Und lass es durch die Scheiße kriechen. Werden schon keine Scherben sein. Oh mein Gott, es sind so viele von diesen I love my pets. Es ist so dreist. Es ist so dreist. Schau ich das an, das ist alles 1 zu 1 einfach nur Nintendox-Klon. Ice Age 4. Hey, ist doch der Teil, den niemand mehr gesehen hat. Keine Sorge, wir haben noch ein Idol-Spiel. Imagine Babies 3D. Ja, stell dir mal vor, Babies. Hast du schon mal Luigi's Mansion auf 3DS gespielt? Ich befürchte, nein. Okay, warte, mir fällt gerade was ein. Shit, ich muss nochmal pausieren, Verzeihung. Imagine Champion. Stellst dir nur mal vor, du wärst ein Champion-Reiter 3D. Oder ein 3D-Fashion-Designer. Nicht 2D, sondern 3D, meine Freunde. Wir bekommen noch eine Menge Imagine-Spiele, oder? Danke, Ubisoft. Auf Ubisoft ist immer Verlass. Inzuma 11, 1, 2, 3. Ich habe nie einen Inzuma 11-Teil gespielt. Ich weiß, dass Leute Spiele mögen. Vielleicht werde ich irgendwann mal einen anschauen, aber es ist auch nie nach was, außer dass ich spielen will. Ja, ich weiß auch nicht. Ich sehe gerade, wie es nächste Woche wieder 29 plus Grad wird. Dachte, wir wären durch. Sag mal, du weißt, dass wir August haben? Wie du dachtest, wir wären durch? Es ist August! Team Ogre Attacks? Oh oh. Und da sind die Inzuma 11 Chrono Stones. Sehr britisch. Die haben auch schon wieder so viele Inzuma 11 Teile gebracht, dass ich schon wieder keins davon spielen will. Ich habe das Gefühl, wenn es von irgendeiner Reihe 5 Teile oder so auf einer Plattform gibt, dann gibt mir das Gefühl, dass die Spiele, die da sind, gar nicht so gut sind. Der Sommer endet erst im November. Ich meine, Oktober kann auch schon ein bisschen kühler sein, aber ja, ich würde auch eher sagen, so gegen Oktober, November kann man davon ausgehen, dass man es hinter sich hat. Johannes, 52 Monate, resub, wie viel lieben Dank. Oh mein Gott, es sind noch mehr Inzuma 11, wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Ernst? Das sind sehr viele Spiele für eine Reihe auf einer Konsole. Jay Legend. Oh, der shit NES-Teil von Dragon Ball ist da drauf. Da sind ein paar NES-Anime-Spiele drauf gewesen. James Noir's Hollywood Crimes. That is right. Jaws Ultimate Predator. Das ist hardcore. Jet Dog. Das ist wirklich einfach nur ein Flash Game. Big Ben Interactive. Big Ben Interactive ist mein Feind auf dem 3DS. Außerdem NF Dante, 9 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Big Ben hat einfach nur Mobile Games geportet. Yeah, gibt Sinn. Duel Master. Ich wäre lieber der Duel Master, ehrlich gesagt. Aber ist okay. Ich schätze, man kann nicht alles haben. Duel Master in Rom. Ich meine, warum nicht? Passt gut zusammen.
Jewel Match 3. Okay, waren gar nicht so viele wie erwartet. Das waren auf dem DS super viele. Kann mir jemand whispern, welchen Emo er benutzt? Erstens. Es gibt nur ein 3DS-Emulator, der funktioniert. Das ist Citra. Es ist nicht schwer, ihn zu finden. Zweitens. Was gibt dir das Gefühl, dass ich diese Spiele tatsächlich spiele? Ich wechsle einfach so schnell durch. Und lande mit dem Gameplay. Und wir sind übrigens wieder zurück bei Jewel Quest. Ach, es ist so viel Jewel Quest. Wie wär's, wenn du alle drei der Spiele am Stück speedrunst? Oh ja, da freue ich mich am meisten auf Jewel Quest. Oh, es kam gar nicht so viel. Doki Doki Model Challenge. Und irgendwas, wo man schreiben lernt. Yep. Classic Games für den Junior. Es gab echt wenige richtige 3DS-Games, oder? Ich befürchte leider ja. So, lass mich nochmal schnell wegen dem anderen schauen. Okay, machen wir weiter. Kamen Rider. Habe ich nie gesehen, werde ich nie sehen. Das kann eigentlich weg, ehrlich gesagt. Wir brauchen keine Schildkrötenreiter. Sag mal, wie nervig kann Sound sein? Ist das schon wieder ein Nintendox-Klon, nur diesmal mit einer Katze? Ich glaube ja. Schaut euch, seht ihr das mit der Silhouette auf dem unteren Bildschirm? Man kann da Igel und Schweine haben und Hasen und Otter und Enten. Okay, das ist das überlegene Spiel. Das ist eindeutig das überlegene Spiel. Sogar ein Eichhörnchen. Man kann einfach alle haben. So, hat das Spiel auch Animationen? Was ist das? Okay. Ich will das Streifenhörnchen. Das ist die richtige Einstellung. Oh ja, warte. Ich wollte Kid Icarus Uprising nicht spielen, weil ich dachte, dass die Steuerung echt anstrengend wird. Aber ich glaube, wenn man es auf New 3DS XL spielt, könnte es okay sein. Und ich weiß, dass alle Leute Kid Icarus mögen. Ich habe davon gehört. Seit ich ein 3DS habe, weiß ich davon, okay? Der zweite Stick wird nicht übernommen dort. Das ist okay. Friseurspiel. Wir haben noch mehr hiervon. Ich mag, dass der Mauszeiger nicht ausgeblendet wurde. Kirby Battle Royale existiert. Das wurde im Laden verkauft? Ich dachte, das wäre so ein Free-to-Play-Online-Dingens gewesen. Ich bin sehr verwirrt. Robobot mochte ich damals, als ich es gespielt habe. Triple Deluxe habe ich nicht gespielt, aber sah auch nie so interessant aus wie Robobot. Aber Leute mögen Triple Deluxe. Warum haben sie Epic Yarn auf dem 3... Diese späten 3DS-Spiele!
2019 bringen sie Epic Yarn auf den 3DS. Was, wer wollte das? Wer hat das Zeug überhaupt gekauft? Oh, das auf dem Cover bin einfach nur ich. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich auch. Außerdem von Creative. 40 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ich habe mir das gekauft. Ich hatte die Wii-Version nicht. Ja, aber stell mir vor, sie hätten es auf die Switch gebracht. Nicht auf dem fucking 3DS. Wäre das nicht cool gewesen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade vor mir sehe. Okay. Kokuga. Das sieht auch sehr karg aus. Wenn man ein Spiel so macht, hat man einen Vorteil, dass man keine Texturen braucht. Oh! Oh, ich liebe diese komischen Insektenkämpfer-Spiele. Scheint, dass die nie zu uns kommen. Ich glaube, das finde ich lustig. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Und noch weniger lustig finde ich die verkleideten Katzen auf dem Cover. Du meinst Pokémon? Ich meine, wenn es ein Pokémon oder Käfer-Pokémon geben würde, dann würde ich das meinen. Da es ein Pokémon aber noch was anderes als Käfer-Pokémon gibt, meine ich das nicht. Die hätten ein Star Trek-Spiel für 3DS entwickeln sollen, das hätte Hype gehabt, glaubt mir. Wahrscheinlich. Ich dachte kurz, sie sitzt da auf dem Klo, auf dem Cover. Naja, das ist auf jeden Fall ein Soccer-Dating-Game. Pokémon wurde von den Käferspielen tatsächlich mit inspiriert. Nicht von Käferspielen. Ich glaube nicht, dass sie damals eine Sache waren, aber vom Käferkämpfen an sich. Wieder ein paar NES-Spiele. Und Kuroko Nobusuke. Ich vermute, das ist Anime Basketball. Sehr auf dem Anime? Wahrscheinlich. Das Spiel würde ich fühlen. Ich sag's euch, das will ich mir anschauen, wenn es das bei einer Sprache geben würde, die ich verstehe. Das sah irgendwie cool aus. Lala Loopsy. Gott, ich liebe Lala Loopsy. Das hat eine englische Übersetzung. Habe ich ja auch gespielt. Ich will es auch nicht so sehr. Vor allem, ich müsste es über Citra oder so spielen und Oh, die Professor Layton-Spiele. Ich habe noch nie eins davon gespielt und ich weiß nicht, ob ich das jemals ändern werde. Schade, dass Point-and-Click-Adventure aus der Mode gekommen sind. Wären eigentlich auf dem 3DS auch super umsetzbar gewesen. Ich meine, sind sie nicht zu sehr? Es kommt immer drauf an. International wahrscheinlich ja. Legend of Legacy. Naja, es sieht nicht gut aus. International wahrscheinlich ja, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem in Deutschland hatten sie eine kleine Renaissance mit... Oh, dieses Spiel ist ein absoluter Hit. Habe ich letztes Jahr übrigens zum ersten Mal durchgespielt. In Deutschland würde ich sagen, allein durch das ganze Dedelic-Zeug wurden die sehr populär wieder. Majora's Mask 3D, auch absoluter Hit, wenn ihr mich fragt. Und das ist mein meistgespieltes 3DS-Spiel mit sehr viel Abstand. Es ist nicht mal ein Wettbewerb. Ich habe Ocarina of Time des Öfteren auf 3DS durchgespielt. Hey, und das ist doch der schlechteste Zelda-Teil. Der im Singleplayer effektiv unspielbar ist aus irgendwelchen Gründen. Ich hasse dieses Spiel. Legend of Oz, okay. Waren Telltale-Spiele nicht Point-and-Click? Also ich glaube nicht, dass du bei Telltale-Spielen irgendwas klicken musstest.
Und da ist Lego Batman. Ich glaube, davon habe ich auch die Demo gespielt. Dachte mir, ja, yeah, okay. Oh. Ich glaube, The Chase Begins war nicht gut. Lego City Undercover auf der Wii U war ein Hit. Oder auch auf Steam inzwischen. Aber ich glaube, dass der Prequel auf dem 3D ist, das mochten Leute nicht. Telltale sind Point and Click? Okay. Harry Potter Jahre 5 bis 7. Sind wahrscheinlich vollwertigen Spiele auf dem 3DS, was echt ganz nett ist. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass Lego-Spiele an dem Punkt mehr als alt sind, aber das ist okay. Für einen Teil fand ich das Konzept auch spaßig. Legends of Chima. Telltale ist Point-Click, wenn man ganz viele Augen schließt, so circa 4. Der unglaubliche Hulk. Die Leute in den Kommentaren meinen jetzt, dass das ganze Video keinen Ton hätte, aber es hat Ton, ich verstehe Leute nicht. Moment, Moment, Moment. Seegras. Lego Ninjago Nindroids. Es sind so viele Lego-Spiele auf dem 3DS. Ja, also es gibt so viele Lego-Spiele, wie ich insgesamt 3DS-Spiele habe. Es werden nicht weniger. Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Es sind aber alles Banger, Real Talk. Es sind halt alles die gleichen Spiele mit einem anderen Skin, würde ich sagen. Meins nett, denke ich. Ist halt wie jedes Spiel, wo irgendwie jedes Jahr Neues rauskommt oder sowas. Ist mein Eindruck. Ich mag aber die Herr der Ringe Soundeffekte darin zu hören. Oh, das sind Mysteries. Lego Herr der Ringe will ich mir vielleicht tatsächlich mal anschauen. Aber nicht die 3DS-Version. My Foal 3D. Mein Fohlen. Gab es zur Episode 7 noch ein Lego-Spiel? Sie haben letztens, ich glaube, die klassische Technologie von Lego Star Wars irgendwie remaked. Das heißt, dass es kommt schon noch das Zeug. Lord of Magna. Lost Heroes. Schon wieder so ein Dungeon Crawler. Alle 9 Episoden. Lost Heroes 2. Alle Teile im neuen, in einem. Das ist viel. Erinnert euch an Lucky Luke? Das ist Lucky Luke heute. Schneller als sein Schatten. Das sieht so schlecht aus. Luigi's Mansion auf dem 3DS. Warum habt ihr es nicht auf die Switch gebracht? Ich bin so sauer. Und Dark Moon habe ich nie gespielt. Ich hätte das Konzept, dass man verschiedene Missionen immer macht, statt in der Villa frei unterwegs zu sein, sehr abgeschreckt. Ja, yeah, Luigi's Mansion 1 auf der Switch wäre ziemlich cool gewesen. Generell jedes GameCube-Spiel auf der Switch wäre ziemlich cool. Aber bisher haben wir genau eins bekommen. Madagaskar 3. Oh, Madden NFL 2011. Ich frage mich, ob man das eigentlich auch von der Seitenperspektive spielen sollte. Oh, es kam nur 2011. Da haben sie gesehen, dass es niemand kauft und haben gesagt, okay, nie wieder Madden auf dem 3DS. Nie wieder. Im ersten Jahr haben sie einen Teil versucht und haben sie gewusst, ja, das wird nicht passieren.
Crunchy, die Switch könnte man easy exploiten, aber bisher ist alles mit Homebrew dumme Scheiße. Vor allem wird die Switch auch noch, wird auch noch Updates bekommen. Homebrew oder so, sowas will ich auch erst reinschauen, wenn, die Switch mit dem Lebenszyklus am Ende ist. Ansonsten, wenn das dann zwischendurch alles breakt und sowas, ist das nicht schön. Außerdem der Mahjong Cube von Ötlus! Und hier ist Mahjong Mysteries. So viele Mahjong-Spiele waren es gar nicht. Jetzt sind wir bei Marcole und Majin Bone. Dieser Majin Bone in seiner Cyberwelt. Muss sie erst leveln, wahrscheinlich die Anziehung, die man zu ihnen levelt. Der 3DS hat von allem weniger, als man denken würde. Hauptsächlich gute Spiele. Weniger, als man denken würde. Das ist ein 1A-Robben-Design. Und da ist Mameshiba. Ich vermute, es ist eine Bohne. Wie lange hat es ja 3DS gehalten? 2011 bis 2019? Sollten gute 8 Jahre gewesen sein. Maple Story kam auf dem 3. Okay. Okay. Ja, jemand hat danach gefragt. Oh nein. Hey, das ist das mit Abstand am schlechtesten verkaufte Mario-Spiel, das jemals rauskam. Virtual Boy-Spiele zählen dazu. Oh ja, Dream Team Bros. Sollte ich mir auch noch holen. Mario, Luigi, Dream Team Bros. Mario, Luigi, Paper Jam. Ich habe Paper Jam nur als digitales Spiel. Das gefällt mir nicht. Vor allem sollte man das ziemlich günstig bekommen. Ich vergesse immer, dass es so schlimm war. Ich meine, das Studio hat sich nach dem Spiel aufgelöst. Das ist nicht passiert, weil das Spiel sich gut verkauft hat. März 2017 kam so ein Spiel danach, aber es hat niemand mehr wirklich interessiert. Aber 2019 und so haben sie doch noch die ganzen GameCube-Ports und sowas auf den 3DS gebracht, was super komisch war. Also das Kirby Epic Yarn und Luigi's Mansion und sowas. Ich würde das noch mitzählen lassen, weil Nintendo selber noch Spiele gebracht hat. Woolly World. Hey, das haben wir vorhin durchgespielt. Wie schlecht kann man eigentlich fahren? Ist das 50 CCM? Oh mein Gott. Mario Party Island Tour. Ja, das werde ich nicht auf die Liste packen. Ports hätte sie auf die Switch bringen müssen. Oh mein Gott, ja. Es war so komisch, dass sie das alles auf den 3DS gebracht. Was ist das hier gerade? You got Peach. Mario Party Top 100 will ich eigentlich haben. Wenn ich mal ehrlich sein soll. Ich glaube, da hätte ich Lust drauf. Mario Party Superstars? Ich glaube doch nicht. Das gibt's WTF. Ja, das war auch eins der späten 3DS-Spiele. Warte, wann kam Mario Party... Nein, Mario Party Top 100 mochten die Leute, meine ich. Ich meine, das war relativ beliebt. Top 100 ist gut, aber das Spielbrett ist lahm und du spielst nicht jede Runde ein Minispiel, aber die Minispiele sind wirklich gut. Weil dann würde ich eh nur die Minispiele spielen wollen. Ist nicht so, als ob ich ein 3D-Spiel jemals im Multiplayer spielen würde. Me and my Pets 3D. Glaubt ihr, die haben mal Sims gespielt? Aber das ist ein Hit. Ba-da-ba-ba-da-ba. Der gute Medarot. Kuwagata. Sieht ziemlich wild aus. Zum Glück haben wir noch ein paar weitere.
Ich habe übrigens genau heute herausgefunden, wie der C-Stick rechts auf dem New 3DS funktioniert. Inwiefern herausgefunden? Was hat dich daran davor verwirrt? Okay, wie viel von dieser Reihe brauchen wir noch? Das hat auch wieder... Der 3DS hat auch so viele Franchises, wo sie einfach 6 Teile oder so auf der Plattform gebracht haben. Row Battle Ready. Oh, das ist ein Character Design. Seid ihr auch bereit für den Row Battle? Oh mein Gott, es kommt immer noch mehr. Ich habe halt immer versucht, den zur Seite zu schieben wie einen normalen Stick, aber man muss ihn ja in Wahrheit drücken. Das hat mich sehr verwirrt. Oh. 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 Habt ihr den Hit gesehen? Ah, wie viele von diesem Spiel brauchen wir noch? Ey, ja, aber das mit dem Stick vom 3DS... Wie kann dir das jetzt aufgefallen sein im Jahr 2022? Komm schon. Ist nur so ein Touch-Teil. Medarod Girls Mission. Es kommt immer noch mehr. Wie ist das überhaupt möglich auf einer Plattform? Die müssen doch 2 pro Jahr gebracht haben oder so. Oh, die Rockman's Classic Collection, die Mega Man Collection, die kamen auf 3DS nicht zu uns, okay? Leute in Europa mögen keinen Mega Man, wie es aussieht. Und hey, das ist der Detektiv. Und da ist er wieder. Er gibt so schnell nicht auf. Denn er ist Detektiv Conan. Metal Gear Solid, Snake Eater 3D. Davon habe ich damals... Ah Gott, ich weiß gar nicht, wo ich... Das sah ich bei 4 Players oder sowas damals. Was ist das Cover schon wieder? Bei 4 Players oder sowas darüber gelesen. Und da stand dann auch so, ja, und die 3DS-Version grafisch. Bisschen besser als die, okay, wisst ihr was? Ich schreib's auf. Bisschen besser als die PS2-Version. Ich dachte mir, oh mein Gott, der 3, das ist so cool. Federation Force sollte ich mir mal holen. Das bekommt man neu für einen 10er. Samus Returns. Nicht so gut spielbar auf dem 3DS leider. Ihm tun die Hände nach kurzer Zeit weh. Die Michael Jackson Experience. Okay. Mega Man Legacy Collection kam bei uns raus. Ja, aber auch die physische Version auf dem 3DS. Ich werde nicht über dieses Spiel reden. Ich werde nicht über dieses Spiel reden. Okay, wir haben es überstanden. Mike the Knight. Du musst es so unten verbinden, yeah. Mann, was ein Spiel. Es gab scheinbar auch eine New 3DS-Version von Minecraft. Ich habe generell das Problem, dass mir nach kurzzeitigen Spielen mit dem 3DS die Hände wehtun. Ja, yeah, ich würde sagen, das ist auf dem 3DS XL besser. Aber... Ja, es ist trotzdem ungünstig. Vor allem, wenn man ein Action-Spiel spielt, wie zum Beispiel Metroid Prime 2. Mit Metroid Prime 2 meine ich Metroid Samus Returns. Was ist das schon wieder? Können wir weitermachen? Das sind alle Physical Games in diesem Video. Ohne Download-Titel. Okay, und man sucht Zeug, ich verstehe. Was kam in den USA raus? Die Moco Moco Friends? Wer spielt sowas? Wenn immer 3D spielen, wird er immer sofort extrem müde. Dann sollst du ein besseres Spiel spielen, sowas wie Ocarina of Time 3D zum Beispiel. So viele Japan-exklusive Spiele mit irgendeinem Anime-Inhalt.
Außerdem Firespeed, 2 Monate. Resub, wie lieben Dank. Sieht ein bisschen aus wie Animal Crossing. Was ist das? Ist das Monster Hunter? So war es diese Monster Hunter-Katze oder so? Ja, das ist Monster Hunter. Okay, es war Monhan. Okay. Wollte gerade sagen, das kam mir doch bekannt vor. Monster High, New Ghoul in School. Ich bin der neue Ghoul in der Schule. Ultimate Roller Maze. Ich muss Nintendo mal loben für die Positionierung von Ladeanschluss beim 3DS, beim DS bis 3DS. Seit jetzt. Oh, Monster Hunter 3 Ultimate, die Monster Hunter Teile. Die habe ich alle irgendwie irgendwann von Nintendo mal bekommen. Ich habe keins davon so nicht weit gespielt. Ich habe das Gefühl, der 3DS ist nicht gut. Er ist nicht bereit für ein Spiel wie Monster Hunter. Das ist ein Spiel, in dem man einen Controller haben will. Ich weiß nicht, ob ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne. Aber ich habe das Gefühl, das ist vor allem, wenn man... Wenn ich dann später tatsächlich Reaktionen haben muss, ich glaube, es würde nicht funktionieren. Monster Hunter Stories. Das kam auch so spät raus. Genau. Seit die Switch die Scheiße unten hat, ist das unfassbar unbequem geworden, im Handheld-Mode zu spielen. Die Scheiße kaum... Und da die Scheiße kaum hält, ist man eigentlich permanent am Ladegerät. Aber es hat unten einen USB-Anschluss, damit man es laden kann. Das habe ich nie versucht. Ich bin immer in die Docking Station einfach gegangen. Monster Hunter hat mich leider nie wirklich nie lange gepackt. Ja, mich auch nicht. Monster Hunter 4, mein zweitmeistgespieltes Spiel. Meinst du 3DS-Spiel oder insgesamt? Moshi Monster? Ich liebe Moshi Monster. Sieht überhaupt nicht aus wie ein random Browser-Game. Auf dem 3DS? Okay. Wollte ich gerade sagen, wenn ein 3DS-Spiel dein insgesamt zweitmeist gespieltes Spiel ist, das ist... Du musst deine Hände hassen. Der Mörder auf der Titanic. Ja, denn das ist das Problem auf der Titanic. Und das ist Mushi Bokyu. Samurai gegen Käfer. Mein Baby Pet Hotel. My Exotic Farm. Ah ja, Big Ben Interactive. Das sieht man. Der Plot, bis die Titanic war der Mörder. My Farm 3D. My Little Baby 3D. Ich meine, es ist eine Nintendo-Konsole, also ist das quasi... Kann auch einfach mit der Kamera einstellen, dass man sich selbst filmt, während man das spielt. Man hätte auch My Little Baby 3D. Hey! Das hatten wir doch vorhin schon, oder? Das ist so total nicht Nintendox. Wild, wild, wild. Oh mein Gott, es geht schon wieder los. Diese fucking Silhouette auf dem unteren Bildschirm. Nur weil das der zweite, der Nintendox-Teil gemacht hat, heißt es nicht, dass es so eine gute Idee ist, dass es jeder kopieren sollte. My Western Horse 3D. Yeehaw! Das ist mein Western-Pferd. Ich habe das Gefühl, der Buchstabe M ist gerade am schlimmsten. Wir haben diese ganzen Mai-Spiele und die sind alle grauenhaft. Wie meist zum Beispiel auch. Mystery Case Files. Oh oh. Da ist ein Geist irgendwo.
Das wird jetzt viel. Meinst du Mystery? Was sind diese Mystery Case Files? Was hat es damit auf sich? Es sind nämlich, es scheinen wirklich ziemlich viele zu sein. Mystery Murders, Jack the Ripper. Also, es gibt nicht viele Mörder in der Geschichte der Menschheit, die weniger mysteriös als Jack the Ripper sind. Aber doch nicht so viel. Jetzt können wir ein bisschen Englisch lernen. Verprügel sie, kleiner Anime-Junge. Oh, das ist einfach nur ein Tower Defense. Oh, das sieht so scheiße aus. Oh, Nano Assault. Davon haben wir auch die Demo auf dem Wii U mal gespielt in dem Video. Nano Assault mache ich mal eine Idee. Naruto Powerful Shippuden. Sieht okay aus, denke ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das sieht nicht mehr so gut aus. Nesca Unleashed. Und wie üblich hat Nesca außerhalb von den USA nicht die höchste Relevanz. Warum läuft er so komisch? Ich habe mir eine Wii U gekauft. Was für Spiele sind da so empfehlenswert? Yoshi's Woolly World. Und Wind Waker HD. Das ist einfach nur Schiffe versenken. Danke, Big Ben Interactive. Auf euch ist immer Verlass. Ich meine, die Metroid Prime Trilogy ist streng genommen ein Wii-Spiel. Twilight Princess HD ist super teuer inzwischen. Twilight Princess HD hat scheinbar keinen Arsch gekauft, denn ich glaube, man zahlt so 80 Euro oder so, wenn man es gebraucht haben will. Du kannst wahrscheinlich noch digital kaufen für 10 Tage. Und da ist Navy CIS 3D. Need for Speed the Run kam auf den 3DS. Okay. Ich habe 50 Euro für Twilight Princess bezahlt. Ich habe es für 30 bekommen oder so. Man kann es bis März nächsten Jahres digital kaufen. Ja, aber du kannst doch noch diesen Monat Geld aufladen. Das Spiel noch kaufen kannst, bringt dir wenig, wenn du kein Geld draufladen kannst. Ist das ein fucking Angry Birds Klon? Wirklich. Auf Rebuy 10 Euro. Das ist die Wii-Version, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und nicht die Wii U-Version. New Style Boutique 3. Was ein Hit. Aber sein Konto selber wie das auf der Switch, dann kannst du Geld aufladen und es im Wii U-Shop nutzen. Oh, das ist ganz nett. New Super Mario Bros. 2. Sollen wir vielleicht auch mal im Stream irgendwann durchspielen, glaube ich. Ich meine, ich mag die New Super Mario Bros. Spiele nicht, aber... Sieht so aus, als ob ich sonst jemals durchspielen würde. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich habe das Gefühl, Leute mögen das Spiel, das letztens rauskam, mehr als das. Und auch als das von davor. Diese 3DS-Spiele, die 3D-Grafik haben, wenn 2D sind, die sehen immer so traurig aus. Ich weiß nicht, wir hatten auch schon Millionen Spiele, die ungefähr ziemlich genau so aussehen. Kann man in der Wii U noch GameCube-Spiele spielen? Nein. Sudoku, die Puzzle Game Collection.
Bastille Collection. Nur mit Homebrew. Man kann so ziemlich jedes Konsole auf jeder Plattform spielen mit Homebrew. Das ist so eine komische Argumentation. Der Nintendo 3DS Guide. Das einzige 3DS-Spiel, das kein... Ich glaube, es hat kein Region Lock und keine Altersfreigabe. Hey, Nintendogs und Cats, da ist das Original. Naja, ist aber so. Kannst du auf der Wii U dann eine GameCube-Disc einlegen und das Spiel von der Disc starten? Ja, wenn die Antwort nein ist, ja, kannst du. Seit wann geht das? Ich dachte, es geht nicht. Kann die Disc einlegen und es dann spielen? Ich dachte, man muss dann die ROM dafür laden. Wie auch immer. Schon seit extrem lange. Ich habe es nie gemacht. Ich habe für, ich habe ein GameCube und ich habe eine Wii. Das heißt, auf der Wii U das Ganze noch zu machen, wäre ziemlich unnütz für mich. Das ist trotzdem eine komische Argumentation, denn an sich stützt die Wii U keine GameCube-Spiele. Auch wenn es über Homebrew geht. Ich weiß nicht mal, was das ist an dem Punkt. GameCube, weil die GameCube gelockt ist, weil Nintendo Nintendo ist. Ich meine, an dem Punkt waren GameCube-Spiele schon sehr alt. One Piece Romance Dawn. Ich werde nichts davon jemals spielen. Es gibt unerwartet viel One Piece auf dem 3DS. Und die Spiele sehen nicht übel aus, muss man fairerweise sagen. Rat mal, wie viel davon gut ist. Ich denke, der eine 2D-Fighter, der nur in Japan rauskam, war gut. Bei den anderen Spielen... Die sehen halt wirklich okay aus, vor allem das. Schau ich das an. Sieht okay aus. Oh Gott, ich will gar nicht erst... Ich will es gar nicht erst wissen, was das ist. Order up! Ja, yeah, wolltest du schon mal Papa's Burgeria als ein 3DS-Spiel haben? Gute Neuigkeiten. Der Oregon Trail. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sieht einfach so aufregend aus. Oregon Trail, nicht Text Adventure? Ah, ich glaube nicht, dass Text Adventure war, aber es gibt ein altes Spiel davon. Sich ist halt so diese Geschichte, das heißt, ich denke, Oregon Trail wird wahrscheinlich nicht mal getrademarkt sein oder sowas. Wahrscheinlich kann jeder sein Spiel so nennen. Das war einfach nur Sans gerade. Ich muss aber sagen, ich hab einige... Wie viele Spiele hast du ja schon aufgeschrieben? Wollte ich gerade sagen. Ich habe tatsächlich einige aufgeschrieben, weil es viele 3DS-Spiele gibt, die... Ich weiß, das für ein Hamster... Geht's dem Hamster gut? Sieht nicht aus, ob es ihm gut geht. Es gibt einige 3DS-Spiele, die ich mir nie gekauft habe, aus irgendwelchen Gründen. Spiele ich eigentlich Master Duel? Nein. Kamen schon die Dragon Quest Spiele? Wir sind beim Buchstaben O. Oh, er kirbyt sich alles rein. Das ist so viel. Das
So viele Japan-exklusive, nein, nicht nur Japan-exklusive Spiele. Wir haben auch das. Die Europa-exklusiven Spiele sind noch so viel schlimmer. Pac-Man und Galaga Dimensions. Wer will sowas spielen? Ich meine, das sieht wenigstens nach einem Videospiel aus, basiert irgendwie auf dieser Pac-Man-Serie, die, glaube ich, relativ populär war. Sieht okay aus für ein 3D-Spiel. Ich weiß nicht ganz, wie ich dazu stehe, dass Pac-Man eine Nase hat, aber... Natürlich müssen sie es ausschlachten. Hey, da ist Frogger! Da waren ein paar Froggers. Und da ist Pachi Pada. Push. Natürlich haben sie mehr davon gemacht. Haben wir es bald? Dankeschön. Paddington. Adventures in London. Ich glaube, das will ich auch nicht spielen. Ich werde mich bedeckt halten zu diesem Klassiker. Puzzle and Dragons Z. Mögt ihr Puzzles und Dragons? Sieht auch sehr N64 aus, der Boden. Bald kommt Pokémon! Welche Konsole hat die meisten Spiele? Wahrscheinlich die PS2. Kommt halt drauf an, was man Geld lässt. Wenn man digitale Spiele mitzählt, dann keine Ahnung. Irgendeine moderne. Ich denke, die PS2 hatte viel. Ja, es kam ja auch so ein Persona auf dem 3DS. Das kommt nicht auf die Liste. Joker. Warte, ist das ein Sequel zu Persona 5? Das kam 2019 raus. Pet Zombies. Oh mein fucking Gott. Das würde ich kaufen, das finde ich lustig, aber es kam nicht bei uns raus. Nintendox mit einem Zombie. Ich denke, das ist lustig. Hey, Gassi gehen, das ist ja... Genau in der Perspektive, wie bei Nintendox und Cats. Hey, ist da wieder eine Silhouette unten auf dem Touchscreen? Ist das denn zu glauben? Da ist die Serie, die ich nie gesehen habe, aber... Ich weiß nicht, ob Leute das mochten oder nicht, aber ich habe keine Ahnung. Phonix Fun? Oh oh. Moo. Das ist eine Katze. Rainbow. Regenbogen. Complaint. Away. Picross 3D. Ich sollte mal mich in Picross ein bisschen einfinden. Ich glaube, es sind spaßige Spiele. Pika Pika, Nurse. Danke, Pika Pika, Nurse. Oh, wir haben noch mehr Pika Pika, Nurse. Ja.
Picross 3D Round 2 war echt nice. Okay, ich schreib's mir auf. Picross 3D Round 2. Pilot Wings Resort. Das war ein Launchspiel auf dem 3DS. Was bestimmt besser gewesen wäre, wenn es nicht einfach der Flugmodus aus Wii Sports Resort wäre. Das ist sehr dunkel. Pippi Langstrumpf 3D. Es gibt ein fucking Pippi Langstrumpf Spiel auf dem 3DS. Planes. Ich hab's auf der Liste. Der willkommen, Maeve. Ember Stein, 18 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Pippi Longstocking, geile Übersetzung. Pippi Langstrumpf ist doch nicht mal deutsch. Ist doch aus Schweden oder so. Pokémon Alpha Saphir. Das ist Pokémon Art Academy. Das habe ich auch. Und ich habe es nie wirklich gespielt. Pokémon Mond. Oh, Sonne und Mond, die waren nicht so populär. Oh, ich glaube, einen von den Mystery Dungeon Teilen auf dem 3DS mochten Leute und dann zwei Teile nicht oder so. War mir zu verwirrend. Ich hab mir gar nicht erst die Mühe gemacht. Omega Rubin. Problem ist, dass ich das Original immer so viel mehr mögen werde als die Oras Remakes. Gates of Infinity. Schlecht, super, gut. Also super ist gut. Super gut. Ugh. Super Pokémon Rumble. Ich meine, ich habe es nie gespielt. Ich weiß, dass irgendwie Free-to-Play-Ding zwar, was die 3DS gebracht haben. Es gibt zwei Pokémon Rumbles auf dem 3DS. Es gibt zwei Pokémon Rumble auf dem 3DS? Ha. Huh. Ich mochte Oras so mit am meisten von den Remakes. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, Hardgold und Soul Silver waren relativ stark. Hey, da ist der gute Teil. Super Mystery Dungeon. Ich glaube, ich habe Super Mystery Dungeon da von dem Video mit fremden Spielständen. Pokémon Tretter Lab. Ultramond und Ultrasonne habe ich auch nicht. Sollte ich mir auch mal eins von beiden holen. Ist auch ein bisschen teuer geworden. Also nicht teuer für Pokémon-Verhältnisse, aber teuer, als ich mir wünschen würde. Ultrasonne. Schau ich den Ultrahut an. Trank! Pokémon X! Das spiele ich gerade! Hardcore Sword Silver haben leider eine grauenhafte Levelkurve. Ja, aber sie haben die Levelkurve sehr stark verbessert im Vergleich zu den Originalen. Und das waren scheinbar alle Pokémon-Spiele soweit. Pompompurin. Ist einfach nur Pinball. Yoshi's Woolly World. Ich will den Poochie-Amiibo davon. Ich habe beide Spiele hier und will sie für 40 Euro pro Spiel plus Versand abgeben. Ich könnte mit beiden nichts anfangen. 40 Euro pro Spiel ist nicht mal ein guter Preis. Das ist, glaube ich, der normale Preis, wie viel man gebraucht dafür zahlt. Keiner hat gesagt, dass du gute Preise kriegst. Warum sollte ich es von dir gar kaufen? Oh Gott. Der Pretty Rhythm. Absoluter Hit. 30 bei Rebuy. Bei Rebuy bekomme ich schon 10er günstiger.
Oh Gott. Ich komme auf dein Angebot vielleicht zurück. Wir melden uns dann. Pri Chichan. Es gab Pro Evolution Soccer auf dem 3DS. Wer ist das auf dem Cover? Ist das Messi? Sah Messi damals so aus? Was ist da los? Das war Messi? Oh Gott. Sah damals einfach aus wie 40. Außerdem von PDX Zero. 4 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Zeit für Baseball. Oh! Ziemlich aufregend auf jeden Fall. Ich mag die 1, da konnte man als Trainer genervt am Spielfeldrand stehen. Oh, das ist super. Mehr Baseball. Ich werde mit Sportspielen irgendwie niemals warm. Ich habe auch immer das Gefühl, dass irgendwie Sportspiele und andere Spiele, dass das irgendwie immer so zwei verschiedene Welten sind. So ein bisschen. Wie viel Professor Layton kam auf 3DS? Die Scheiße werde ich niemals spielen übrigens. Denn ich bin nicht für Rätselspiele zu haben. Project X Zone. Das war ein Fighting. Was ist das für ein Spiel? Ist das ein RPG? Ich weiß nicht, ob es cool aussieht oder nicht. Ist von Monolith Soft? RPG mit Capcom Chars? Purple's Perfection. Danke, THQ Nordic. Freut mich, euch zurück zu haben. Nein, oder? Warte, ich glaube, es war noch das normale THQ. Maximum Caves. Maximum Spielspaß, würde ich eher sagen. Puyo Puyo Chronicle. THQ Nordic kam 2017 oder so. Ja, ich dachte mir auch gerade, ich glaube, THQ ist 2012 so aus der Pleite gegangen. Man muss den Käufer einfach so schnell über den Tisch ziehen, dass er die aufkommende Reibungshitze als Nestwärme empfindet. D. Das ist der Trick. Aus von IO, 5 Euro. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Das ist scheinbar eine Sache, die Mario Bros. Edition. Okay. Kannte ich sogar. Woher kennst du das? So ein dummes Japan-exklusives Rätselspiel mit Mario-Skin. Oh, das war es bei uns rauskam. Ich überlege fast, ob ich das Puzzle and Dragons sehe. Ich glaube, ich will das haben. Gab's auch als Free-to-Play auf dem 3DS? Oh, okay. Puzzler Mind Gym. Bekommen wir für einen guten Fünfer? Ja, davon würde ich ausgehen. Ich denke, so viel ist es mir auch wert. Ich mag die beiden leblosen Typen auf dem Cover. Sie sahen sehr überzeugt aus. Rabbits Rumble. Jetzt wird gerumbelt, liebe Rabbits. Und nebenbei, es gab einen fucking Rabbits Fighter und Rabbits
2D-Plattformer, aber einen Rayman-Plattformer bekommen wir nicht. Radiant Historia. Das sieht mir aus, als wäre es eine Generation zu spät rausgekommen. Gutes Spiel. Ja. Was sehe ich hier überhaupt? Was ist minimalistischer, das Cover oder das Gameplay? Rayman 3D! Oh mein Gott, das sieht anders aus! Oh mein Gott, da sind viele Details anders. Mach mich doch nicht schwach. Die blauen Schmetterlinge waren neu. Großer Gott. Von Rayman Origins habe ich damals auch öfter die Demo gespielt. Sieht nach Spielspaß und Freude aus. Rayman Origins ist super auf dem 3DS. Obwohl es so ein frühes Spiel war. Es lag nur im Video jetzt, dass es so shit war. Regular Show. Oh ja, Regular Show existiert. Da habe ich jetzt 2 Folgen oder so gesehen und dachte mir, keine Ahnung. Ich werde keine weiteren anschauen. Radiant Historia kam das erstmal auf dem DS raus. Das erklärt, warum es wie ein DS-Spiel aussieht. Oh, Resident Evil Revelation, das muss ich mir auch mal wiederholen. Denn wenn, dann würde ich es nochmal auf 3DS spielen. Dieses Shit-Spiel! Bekommt man gebraucht super günstig. Man kann nämlich seinen Spielstand nicht löschen. Ich wollte mir Mercenaries 3D holen. Dann habe ich erfahren, dass man seinen Spielstand nicht löschen kann. Es ist sowieso irgendwie nur so Level, wo man Punkte sammelt und sowas, aber man kann kein neues Spiel anfangen. Eines Tages werde ich mir ein Rhythm Paradise Spiel anschauen, ich weiß nicht wann. Wie dumm ist denn das? Das ist ziemlich dumm. Und deswegen bekommt man Mercenaries auch immer super günstig gebraucht. Ridge Racer. Die haben Ridge Racer auf 3DS gebracht? Hey, seht ihr, was ich sehe? Ist das etwa eine Silhouette von dem Tier, das man pflegt? Wenn du WarioWare magst, wirst du Rhythm Paradise mögen. Das Problem ist, ich bin nicht gut in Rhythmusspielen. Ich kann die nicht. Außer von Kia 1, 29 Monate. Resub, wie lieben Dank. Das Spiel sieht wild aus. Rise of the Guardians. Sieht ganz nett aus, denke ich, für so ein Retro 3DS Remake oder was auch immer. Und sie haben mehr davon gebracht. Aus welchen Gründen kam es aber nie in Europa raus? Scheinbar mögen wir das nicht. Rodea bekam eine 3DS-Version? Das Spiel kam für die Wii U, die Wii und den 3DS raus. Und niemand hat es gespielt. Niemand hat es jemals gespielt. Oh, RPG Maker Fest. Davon haben wir ein paar Spiele runtergeladen und gespielt. Das waren absolute Hits. Eins war Breath of the Wild 2. Runbow kam scheinbar auch auf den 3DS. Rune Factory kam nicht nach Europa. Das ist fair. Das haben wir auch gar nicht verdient. Dafür haben wir die Miami Secret Agent Files. Und Power Ranger Mega Force. Oh, wir sind beim Buchstaben S angekommen. Oh oh. Oh oh. Es ist Endspurt. Rune Factory kam später nach Europa. Auf der Switch oder sowas, oder was meinst du?
Also speziell der Teil. Oh, überarbeitete Version unter anderem auf Steam. Oh, okay, okay, okay. Ich würde sagen, das ist sogar der bessere Deal, ehrlich gesagt. Außerdem Tony Raptor, 41 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Es kam auch für den 3DS noch raus? Samurai Warriors. Okay, sie haben wirklich... Sie haben mindestens 3 Warriors-Teile auf den 3DS gebracht. Könnt ihr bitte aufhören damit? Ernsthaft? Hört einfach auf? Was soll das? Ich habe letztens erfahren, dass der Power Rangers YouTube-Channel alle Serien komplett hat. Das ist bestimmt mal lustig für einen betrunkenen Abend. Ich fand Power Rangers einfach immer nur echt hart langweilig. Oh, das sieht so aufregend aus. Die Spiele sind irgendwie auch populär. Schlag den Raab, das zweite Spiel. Oh, deutsches Qualitätsprodukt. Volle Kanne daneben. Scooby-Doo und Looney Tunes Cartoon Universe Adventure. Scribblenauts Unlimited kam auch auf 3DS. Mir tun alle Leute leid, die Scribblenauts auf einer anderen Plattform als dem PC gespielt haben. Denn, oh mein fucking Gott, es muss so nervig sein, irgendwas einzutippen. SD Gundam. Oh nein, oh nein, oh nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Oh, Secret Mysteries schon wieder? Hatten wir Secret Mysteries nicht schon? Wo waren das Mystery Secrets? Schon wieder ein Secret of Secret Titanic Spiel. Die Sega 3D Collection. Leider kein Spiel, das ich haben will. Ich muss so viel schreiben da, ja. Wenn Outrun dabei gewesen wäre, hätte ich vielleicht drüber nachgedacht. Das ist nur in Japan draußen. Oh, da bekommt man eine Menge. Oh, das ist Doppelpack. Das wäre cool. Die haben eine Menge von diesen Sega 3D-Dingen jetzt in Japan rausgebracht. Wirklich viele. Ich glaube, das Triple Pack ist wahrscheinlich der ultimative Deal, den man haben kann. Oh oh. Der Admiral hat geschossen, Roboter. Zurück mit dir. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist schon wieder ein Warriors-Spiel. Ich sehe doch Koei Tecmo. Ihr könnt euch nicht verstecken. Sie haben wirklich viel davon auf den 3DS gebracht. Ich meine, vielleicht liefen die ja besser als Hyrule Warriors. Wer weiß. Oh nein. Die durften so ein Spiel auf den 3DS bringen, auf der Nintendo-Plattform. Eine Konsole, die nur von Kindern verwendet wird. Ich muss sagen, das ist das schnellste Actionspiel, das der 3DS insgesamt hat, habe ich das Gefühl. Die Kinder haben sich gefreut. Nintendo ist, was das angeht, über chill. Schau dir die Switch an. Oh Gott. Ja, Shantae, The Pirate's Curse war ursprünglich 3DS-Spiel. Warum sagst du das so, als ob Leute auf der Switch irgendwelche Erotik spielen, als ob das Sache ist, die jeder hat und von der jeder weiß?
Keine Ahnung, ob es das auf der Switch gibt. Schau doch die Switch an. Sind legit Hentai Visual Novel drauf, natürlich zensiert, aber trotzdem sehr freizügig. Verstehe. Oh Gott, Shimigami Tensei sollte auch einiges sein. Sind das überhaupt neue Spiele oder sind das einfach nur Ports von alten Teilen? Sieht aus, als ob das Ports wären. Beides? Neue Spiele? Ich sehe schon, ihr seid euch nicht wirklich einig. Ich meine, das sieht neuer aus. Das ebenfalls. Ich habe nie auch nur einen Teil der Reihe gespielt übrigens. Ich habe also absolut keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall ein paar Relics gefunden. Es kam auch noch 2018 raus. Der 3DS bekam bis 2019 noch Spiele. Die Reihe splittet sich ja noch in beispielsweise Persona. Ich denke, das ist allgemeinhin bekannt. Ich habe trotzdem kein Shin Megami Tensei-Spiel jemals gespielt. Das ist der Angriff auf die Titanen. Das ist ein wildes Spiel für ein 3DS. Er hat auch kein Persona gespielt. Doch, ich habe Persona 5 gespielt. Oh, sie haben noch einen Teil gemacht. Sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht. Sieht aus wie ein halbwegs modernes Spiel. Oh, Shinobi auf dem 3DS. Das sieht auch nicht so gut aus. Es geht darum zu kochen. Shinobi auf der PS2 war ein Banger. Sieht eigentlich ganz cool aus, weil das mit dem langen Schal. Ich habe am meisten Zeit mit den Game Gear Teilen verbracht. Der alte Schaufelritter. Ich wünschte, sie hätten irgendwann einfach mal Shovel Knight 2 gebracht, statt diese komischen DLCs. Man gar nicht erst die Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, was damit auf sich hat. Oh, extrem 100 Meter. Extrem Bundesjugendspiele. Die Sims 3 kam auf den 3DS, okay. Und jetzt kommen die DLCs. Oh nein. Die als Standalone verkauft werden. Scheinbar nicht so viele. Skylanders Giants. Spyro's Adventure? Spyro ist zurück, Freunde. Besser denn je. Ah ja, bei Skylanders gab es ja auch was, wo Bowser mit dabei war. Das war eine Sache. Ja, das ist das Skylanders. Trap Team. Sie haben so viel Skylanders gemacht. Es gibt ein Spiel, wo man den Slime spielt. Ich meine, es ergibt absolut Sinn, dass sie das früher oder später machen. Ich hatte aber keine Ahnung. Smile Precure. Es gab diese Bossfigur im Skylanders Outfit. Die Schlümpfe 2015. Die Schlümpfe sind zurück, Freunde. Und sie sind scheinbar wieder weg.
Außerdem, Unit SVN, 4 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Es gibt auch ein Spiel, wo man Tingle spielt. Es gibt 3 Spiele, wo man Tingle spielt. So, als das Racing Transformed lief auch unerwartet gut auf dem 3DS. Das Spiel war nicht ganz so scheiße wie der Wii U-Teil, erzählt man sich. Aber es sieht auch nicht gut aus. Oder keine Ahnung, welcher auch immer als erstes kam. Deine Tingle-Knowledge macht die mir Angst. Ich meine, das ist allgemein bekannt, dass Tingle eigene Spiele hat. So, in Generations of 3, das ist eigentlich ganz interessant, weil da auch ein paar Level sind, die nicht in der anderen Version sind. Weil man dann einfach ein paar neue Level, was ganz nett ist. Wii U Sonic Boom viel besser als die 3DS-Kacke. Okay, dieses fucking Cover. Wii U Sonic Boom ist generell viel... Okay, dieses fucking Spiel. Sonic Boom auf der Wii U ist generell ein absoluter Hit. Warum hat sie ein kleines Mädchen in ihrer Handtasche? Absolute Hits. Sie ist eine Kriminelle. Ja, ich denke auch. Hey, das ist wieder der Spielermann. Als der 3DS gerade neu rauskam, haben sie sich noch Mühe gegeben mit den Spider-Man-Spielen. Und dann kam diese eine von 2014 und so, was einfach nur so ein komplett hässlicher Sidescroller war. Spirit Camera. Was kam SpongeBob auf dem 3DS? SpongeBob Hero Pants. Kommt auf die Liste. Ich schreibe einfach SpongeBob. Das war der Soundeffekt von den roten Looms. Warte, was ist das? Was ist das quasi SpongeBob WarioWare? Was war das gerade? Ich habe das noch nie gesehen. Ist das neue Dickmirimme Video defekt? Ich hab's nochmal neu hochgeladen, funktionierende Version. Spy Hunter. Star Fox 64 3D will ich mir nicht kaufen. Dann ist es Star Fox 64 3D. Ich hatte auch nie zu viel Spaß mit dem N64-Teil. Alle Star Fox-Spiele sind scheiße, bis auf Adventures. Ganz offensichtlich. Ich weiß übrigens nicht, was das gerade ist. Aber es gibt eine Menge davon. Ich vermute, es sind einfach nur Visual Novels, gemessen daran, dass man auch Zeug skippen kann und sowas. Das war auch ein Launch-Spiel. Der alte Steel Diver. Sieht das nicht echt spaßig aus? Stellar Glow? Das sieht ganz cool aus. Wie Stellar Glow. Wie stehen Leute zu dem Spiel? Ich will nicht über Sternschweif 3D reden. Stellar Glow mochte ich. Aber ist sehr Anime. Okay. Vielleicht werde ich es dann nicht auf die Liste packen. Was ist Story of Seasons? Star Fox Assault für den GameCube ist sehr unterschätzt. Nein. Nein, es ist nicht. Das bessere Harvest Moon. Ich würde also sagen, ich sollte mir Story of Season mal aufschreiben. Star Fox Assault ist, es ist echt nicht gut.
Ich wollte es damals sehr mögen, weil ich Star Fox Adventures mochte. Das Einzige, was ich daran mochte, war die Tatsache, dass es Dinosaur Planet als Stage gab. Ist dein Donut, kleiner Mann? Schauen wir mal, ob was Nettes im 3DS-Sale ist. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwelche Sales für 3DS und Wii U machen werden. Das ist das wahre Harvest Moon hier gerade. Es gibt eine Menge wahre Harvest Moon-Teile. Ich habe übrigens schon ich habe schon verstanden, dass Story of Season von den Harvest Moon Leuten ist. Ich weiß nicht, warum mir Leute gerade zum 10. Mal diesen Fun Fact erläutern. 3D-Land, das war ein Hit! Ihr habt das zu oft angemerkt, will ich sagen. Ugh, das ist ein Fehler. Super Monkey Ball kam auf dem 3DS. Mario Maker auf dem 3DS ist so komisch. Warum haben sie sämtliche Online-Funktionen rausgenommen? Es ergibt absolut keinen Sinn. Ich meine, sie wollten, dass es niemand kauft oder so. Nach wie vor Smash Bros. Auf dem 3DS. Falls ihr ein bisschen was für eure 3DS-Sammlung machen wollt, man bekommt das für 4 Euro oder so. Niemand will dieses Spiel haben. Ich denke, das ist es wert. Allein um diesen einen exklusiven Spielmodus mal zu sehen. Survivor Heroes. Sie überleben wie Helden. Sushi Striker. Oh. Okay, man feuert Sushi und dann greift man damit an. Okay. Das ist dieses eine Trommelspiel, von dem ich keine Ahnung habe, aber... Sicher jeder, der ein Anime-Mädchen als Profilbild hat, kann mehr darüber erzählen. Man isst Sushi und wirft nur die Teller? Okay. Los, kennt das locker 100%? Ich meine, ich kenne es sogar fast. Ja, es gab ein Tales of-Teil für 3DS. Das Cover sieht so mies aus. Das sieht auch nicht so gut aus. Ich kenne das Game auch nicht und ich habe ein Anime-Problem. Weil es kein Anime-Spiel ist, einfach nur Japan. Es ist halt eine populäre Spielreihe, die irgendwie nie welche außer von Japan rauskam, glaube ich. Man hat irgendwie eine Trommel, so einen Trommel-Controller, auf dem man trommelt. Und es gibt super viele Spiele davon und ich verstehe nicht ganz warum. Weil es ist einfach so, als ob es von Donkey Konga 20 Teile geben würde. Oh, Tales of Abyss ist ein PS2-Teil eigentlich. Der Teil von Taiko No ist gut, ist ja ein RPG. Was meinst du? Oh Gott, ich hasse diesen Teddy. Oh nein. Uff. Ich schreib's auf die Liste. Tekken 3D Prime Edition. Tenkai Knights Brave Battle.
Und da wollten sie ein bisschen mehr machen, als der 3DS machen sollte. Terraria kam scheinbar auf den 3DS. Und da ist Tetris ohne den Mi. Tekken war erstaunlich gut. Ich meine, ich mochte die Demo von Dead or Alive auf dem 3DS. Tetris Ultimate. Der ultimative Tetris-Teil. Oh, das ist ein super... oh nein, das ist ein Video. Das ist nicht so gute Qualität. Aber viel authentischer kann es für den Zugliebhaber nicht werden, als ein Video von einer tatsächlichen Zugfahrt zu sehen. Schau ich das an, Wahnsinn. So. Bisschen durch Nippon reisen. Cool. Haben wir noch ein paar Teile? Keine Sorge. Der hier gerade durchfährt, ist tatsächlich Thomas. Die kleine Lokomotive. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder einfach nur normaler Zug. Oh Gott. Das zieht halt alles. Ist das immer das gleiche Video, was da durchläuft? Das sieht immer genau gleich aus. Ist doch immer die gleiche fucking Gegend, oder? Oh. Ein paar Dragon Quest Hits. Oh ja, der Final Fantasy Teil kam raus bei uns. Na, das will ich nicht spielen. Und dann kam noch ein Teil raus damit, okay. Ich würde gerne keine weiteren Thomas die Lokomotive Spiele haben. Das sind genug. Der Gott des Donners? Was ein Held. Zeitreisender. Ja, halt mal die Schnauze. The man is drinking coffee. Oh, Ghost Recon kam auf den 3DS. Machen Schnäuzer drauf und Thomas sieht aus wie ... Was? Tomodachi Life. Da ist es auch schon. Das beste Spiel, das es jemals gab und geben wird. Ist das ein zweiter Teil dazu? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Oh, das ist sehr unbehaglich. Und das ist einfach nur... Oh mein Gott, zu diesen dummen Karten. Warum würde man sich nicht einfach ein Set mit diesen Basketballkarten kaufen? Ich glaube, ich weiß darauf hinaus, und ich stimme nicht zu. Er will darauf hinaus, dass wenn man ihm einen Hitlerbart gibt, dass er aussieht wie Hitler. Genau wie jeder andere Charakter, dem man diesen Bart gibt. Da es ein sehr spezifischer Bart ist, den ungefähr 2 Leute in der Geschichte getragen haben. Schau ich an, wie er umherschwebt.
Ja, Charlie Chaplin war der Zweite. Transformers, Dark of the Moon. Das ist kein Transformer, das ist ein Auto. Und er wartet viele Transformers-Spiele auf dem 3DS. Dass die gut sind, erkennt man daran, dass sie nicht in Japan rauskamen. The Trash Pack. Mann, ich hätte gern das Spiel, in dem es um Müllentsorgung geht. Von Activision übrigens gepublished. Keep drumming like Hello Kitty. You're doing great. Können wir bitte nicht wie Hello Kitty trommeln? Tribe Cool Crew, The Game. Das ist sehr cool. Nein, ich will gar nicht erst. Ich will gar nicht erst über dieses Schneckenrennen nachdenken. Aus dem NES Remix war aber, glaube ich, auf dem 3DS gar nicht mal so cool. Es war mehr eine Sache für die Wii U. Viking Invasion 2 Tower Defense. Die Wikinger kommen. Haben wir nicht irgendwelche Türme, die uns verteidigen könnten? Virus Shooter XX. Oh, das Spiel war seiner Zeit voraus. Woher wussten die, dass wir 2020 Probleme mit Viren bekommen würden? Vitamin X Evolution Plus. Was sind diese Vitaminspiele gerade? Girls Mode. Sind gut für den Körper. Ja. Yeah. Ein bisschen Vitamin Z kann nie schaden. Ich muss aber sagen, ich habe mir unerwartet viele 3DS-Spiele aufgeschrieben. Aber ich glaube trotzdem ist der 3DS soweit, wahrscheinlich die Plattform mit der größten Shit-Dichte ist. Oh ja, WarioWare Gold sollte ich mir auch noch so kaufen. WarioWare Gold ist absolut fantastisch. Absolut fantastisch. Ich würde sagen, WarioWare Gold ist ein Must-Have-Titel für den 3DS. Wenn ihr euch fragt, Mann, ich würde mir gerne mal WarioWare anschauen. Womit könnte ich, was für ein guter Teil, um anzufangen? Gold. Gold ist, es hat einfach so quasi die besten Spiele der WarioWare-Reihe geremaked. Es hat so viel Content. So ein gutes Spiel. So spaßig. Und man kann Cutscenes nachsynchronisieren. Was auch sehr wichtiges Feature ist. Wipe. Das ist nicht Wipeout. Naja, WarioWare Gold. Absolut, absolut empfehlenswert. Vor allem hat es auch so gute Synchros. Ich meine, es beginnt damit, dass Wario sagt, zurücklehnen und absahnen. Wie kann man das noch verbessern? Oh Gott, ich dachte gerade, das Video wäre zu Ende. Das musst du kurz buffern. Oh, wir haben auch eine Menge Frames gedroppt, scheinbar. Passiert. World Soccer, Winning 11. Nicht so ungut, Japan, aber ihr seid nicht die Gewinner 11.
Sieht auch gar nicht mal so gut aus. Die Bäume sehen aus, wenn sie so Ocarina of Time. Oh. Wreck-It Ralph hat existiert. Ich meine, natürlich, Ralph reicht's. Der alte Hulk Hogan. Warum ist hier Juno pleite gegangen? Oh ja, das war eine Sache für New 3DS. Beziehungsweise, das war das große New 3DS-Spiel, Xenoblade Chronicles. Im Switch-Teil war irgendwie die Stimme nicht dabei, wenn ich mich richtig erinnere, war das Star Wars passiert ist. Generell war die ganze Synchro anders wieder als im 3DS-Teil. Ich sollte mir Yo-Kai Watch wahrscheinlich mal anschauen. Ich pack Yo-Kai Watch auf die Liste. Ich meine, das war ein großes neues Franchise damals auf dem 3DS, auch wenn es danach sagenhaft gestorben ist. Das war natürlich der Pokémon-Killer. Also in Japan ist es ja schon fast so groß wie Pokémon. Und der neueste Teil hat sich irgendwie 100.000 Mal verkauft. Vielleicht haben sie ein bisschen zu viel Yo-Kai Watch gebracht. Außerdem, da war Brushido. Vielleicht ist das zu viel Yo-Kai Watch. Vielleicht ist das zu viel Yo-Kai Watch. Vielleicht haben wir... Warum sind das alles nur noch Essensspiele? Was ist das denn? Was hat es damit auf sich? Ich bin so verwirrt. Vielleicht hatten wir an irgendeinem Punkt langsam genug Yo-Kai Watch. Ich glaube, bei Yo-Kai Watch Blast ist das quasi auch zwei verschiedene Editionen oder sowas. Okay, Yo-Kai Watch 3 war Version Sushi und Tempura. Okay, das ist also wie bei Pokémon auch geregelt mit Editionen, aber... Es sind auch trotzdem noch wirklich viele Spiele. Ich weiß doch gar nicht, ob das jetzt richtige neue Teile sind. Oh nein. Yoshi's New Island existiert. Oh. Das Spiel war ein Schuss in den Ofen. Das war irgendwie von irgendeinem Mobile Development Team und jeder fand es so scheiße. War es so schlimm? Es war schon ziemlich mies, meine ich. Honestly, kein schlechtes Spiel. Es sah auch echt scheiße aus, aber keine Ahnung. Oh, Yu-Gi-Oh! Los geht's! Gagaga irgendwas! Gagaga Magier! Das war nicht für Yu-Gi-Oh! Auf dem 3DS. Oh, das Doppelpack. Das. Warte, das ist gar nicht. Was ist das zweite Spiel? Das, ich dachte, es wären die beiden Zelda-Teile. Was ist das andere? Was soll die Scheiße? Was will ich damit? Virtue's Last Reward. Sieht aus, als könnte es cool sein, aber ich weiß nicht. I was wondering, who is Zero? Oh, come on! Stop playing! Ja, wer ist Zero Escape? Nicht so gutes Spiel. Ah, das andere Spiel, das gerade eben drin war, Fire Emblem Awakening. Okay. Denn mir gerade, warum schreiben alle Fire Emblem Awakening? ZY, wir sind also so gut wie am Ende. Und wir sind am Ende. Puh, okay. Also, Leute haben gefragt, was habe ich für Spiele mir rausgesucht. Ich denke nicht zu Interessantes, aber nicht zu viele. Ich würde sagen, von den Spielen, die ich rausgesucht habe, kannte ich die meisten.
Und die, die ich nicht kannte, waren eigentlich nur Spiele, die irgendwie scheiße aussehen, wo ich mir dachte, die wären vielleicht für einen Streamer lustig. Aber insgesamt kam beim 3DS, glaube ich, noch okay viel bei rum, aber... Mein Favorit war Nintendox mit Zombies. Oh, das wäre so cool, wenn es in Europa rauskommen wäre. Das Problem ist, dass der 3DS region-locked ist. Ja, ich würde sagen, 3DS ist sehr... 3DS hat wahrscheinlich wirklich mittelmäßige Spiele zu haben. Warum Donkey Kong Country Returns? Naja, erstens habe ich die Wii-Version nicht und zweitens glaube ich nicht, dass ich die Wii-Version spielen will, weil mich das Rumble wirklich, das mit dem Bewegungssteuerung wirklich nervt. Ich glaube, Donkey Kong Country Returns könnte eigentlich auf dem New 3DS ganz nett zu spielen sein. Und von Kami tot, 6 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Aber ja, 3DS scheint nicht wirklich mittelmäßige Spiele zu haben. Es ist entweder, okay, ich meine, okay, es hat mittelmäßige Spiele, aber nicht wirklich viel im Mittelfeld. Es ist entweder absolute Scheiße oder okay. Beziehungsweise absolute Scheiße oder gut. Keine Ahnung. Ich habe mich so auf die Hidden Gems vom 3DS gefreut, aber es war einfach nichts. Ich meine, sowas wie Fantasy Life und Ever Oasis kommt wohl am ehesten an sowas ran. Aber ja, generell überschaubar. Und der Rasix. WarioWare Gold. Absolute Empfehlung. Monster Hunter 4 ist mega gut, wenn man drauf steht. Kam Monster Hunter 4 nicht auf die Switch? Kann man Region Lock nicht irgendwie rausmachen? Vielleicht, aber ich weiß nicht. Monster Hunter 4, ja, nein, das war der nächste Teil. Generations kam auf die Switch. Okay. Wollte ich gerade sagen, jetzt wo es auch Monster Hunter Teile auf der Switch gibt, weiß ich nicht, ob man irgendjemanden raten können sollte, dass er sich ein 3DS-Teil holt irgendwie. Aber hey, ich habe mir ein paar Dinge notiert. Vielleicht werde ich mir davon sogar ein Spiel kaufen. Ich bin mir nicht sicher. 3DS Custom Firmware hat keinen Region Lock, wäre wieder Homebrew. Ja, ich werde mal schauen, ob ich das vielleicht irgendwann mal mache, aber aktuell, ich weiß nicht. Pippi Langstrumpf hast du auch drauf. Ja, aber ich finde es faszinierend, dass ein fucking Pippi Langstrumpf-Spiel zu der Zeit rauskam. Wir brauchen das Sechsenwesen-Rennen. Yeah. 3DS gab es ein paar Monster, die bisher nie Returns sind im Monster Hunter Franchise. Das ist okay. Spiel die Mario Luigi Teile auf dem 3DS. Ja. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Ja, das war Pet Zombies, dieses Nintendox mit der Zombies, was ganz interessant war. Mittlerweile ist Stormbrook komplett mit der Softmod möglich und recht angenehm zu machen. Also ich würde davon ausgehen, dass es mit der Softmod geht. Wenn man schaue, ich das irgendwann mal machen will, aber aktuell brauche ich... Es gibt halt auch nicht so viele Spiele, die für mich interessant wären mit Region Lock. Es sind halt echt nur sehr überschaubar viele. Mir war nicht bewusst, dass Batman Arkham Origins auf 3DS existiert. Deswegen habe ich es aufgeschrieben. Ich denke nämlich, dass es... Beziehungsweise jemand meint, dass es fürchterlich ist. Aber überhaupt, dass es existiert, ist faszinierend. Okay, und dann würde ich sagen, wir sind übrigens soweit fertig für heute mit dem Stream, denn ich bin gerade unglaublich hungrig und ich glaube, ich werde mein Bestes geben, was zum Essen aufzutreiben. Das wäre jetzt mein Traum.